Die große Frage ist eigentlich, warum macht man sich es immer so schwer? Und die Antwort ist ganz einfach, weil man immer wieder vergisst. Man vergisst, was man selbst ist. Es nützt nichts, wenn du nachplapperst, es gibt bloß hier und jetzt. Ich bringe immer das kleine Beispiel: Ist es von dir nur ein Wissen, das du vom Hörensagen kennst, oder ist es schon installiert? Da muss ich auf diese Computermetapher zurückgreifen, dass ich immer wieder sage, setz dich als Computer da dran mit dem Geist. Und wenn du ein Computer bist, funktioniert das Wissen erst, wenn es installiert ist, wenn es sich dabei um eine Software handelt. Wenn du nur die Software aus dem Internet herunterlädst und die hast du schon in dir drin, aber du hast sie nicht installiert, und das Installieren heißt eigentlich, du musst es zum Leben anfangen. Ja. Du Geist, der du dir jetzt dieses Video anhörst, das ist immer vorneweg, sage ich, der große Unterschied für Holofeeling ist, dass ich nicht mit einem Affen spreche. Bei eigener Definition. Ich spreche jetzt nicht mit einem Gedanken, den du dir denkst. Und jeder Mensch, in Anführungszeichen blau gelesen, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke von dir. Und damit zwangsläufig eine vergängliche Erscheinung. Setze für das Wort Gedanke einfach das Wort Information. Es ist gleichgültig, ob es sich dabei um eine sinnlich wahrgenommene Information handelt oder ob es wirklich nur ein bewusster Gedanke ist. Wenn du jetzt zum Beispiel an den Udo denkst, der Udo ist nicht das Pixelmännchen. Der Udo ist jetzt ein Gedanke von dir. Das Pixelmännchen ist eine sinnlich wahrgenommene Information, ein Arrangement von Pixeln auf einem Monitor. Und das sind diese vielen Kleinigkeiten. Wie oft haben wir in Selbstgesprächen durchgekaut, was ist eine Illusion? Eine ganz klare Definition, eine Illusion. Und dann wirst du feststellen, dass alles, was du dir denkst, aufgrund von Worten, aufgrund von Bildern, vom Monitor, auf dem Fernseher oder auf Worten und Bildern, auf einer Zeitung, auf einem Fetzen Papier, dass das alles in die Illusionen erzeugt, die du selbst erzeugst, mit deinem Wertesystem, mit deiner Unachtsamkeit. Diese große Erkenntnis, sich komplett zu erheben über diese zwei Seiten, ich nenne das mal richtig und verkehrt und gut und böse. Du kannst als Geist deine Informationen beobachten, was übrigens das Einzige ist, was du beobachten kannst. Du kannst immer mehr nur deine eigenen Informationen beobachten. Ich nenne das deine Gedankenwelt. Gleichgültig, ob es sinnlich wahrgenommene Informationen sind oder ob es bewusst gedachte, eigen selbstgedachte Informationen sind. Und ich kann da nur darauf hinweisen, das trennt die Spreu vom Weizen. Das ist eine Erkenntnis mit Mitmenschen, du musst einen absoluten Loslösungsprozess haben. Und ich merke jetzt, und ich springe ja immer wieder in die Ebene als Brösel und der Brösel. Ich kenne das Spiel ja, wie man in die Vergessenheit geht. Wie man immer wieder meint, es könnte morgen was passieren oder ich könnte in einer Stunde was machen. Was du denkst, denkst du jetzt, und was du magst, magst du jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und diese Unmenge an Trockennasenaffen, die in irgendeiner Form entweder sinnlich wahrgenommen oder auf Bildschirmen, auf Monitoren in dir auftauchen als Information. Wenn du die ganz einfach beobachtest und wichtig, wenn du ich bist, erkennst du auch, das gilt vor allem für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist nämlich das Urprogramm. Und die Menschen um dich herum sind bloß Spiegelungen deines eigenen Charakters. Es tut weh. Es ist ein Heilungsprozess. Etwas nicht haben zu wollen, von sich zu stoßen, das ist Selbstentheiligung. Weil man weiß, was die Heiligkeit ist. Und ich verweise jetzt auf dieses vorhergehende Selbstgespräch, wo wirklich alles in ganz einfachen Worten drin ist. Und es ist ja hier nochmal eins drüber gestellt worden mit dem Materialismus. Man sollte sich die Mühe geben, das ist ein Auszug einer dieser Offenbarungsschriften, wo dann darauf eingegangen ist, wie man sich selber narrt mit dem Glauben des unbewussten chronologischen Denkens. Ja. Es tut weh, wenn man merkt, dass die Mitmenschen davon nichts wissen wollen. Und dann nützt dir die ganze Philosophie nichts. Wir schauen uns das einmal genauer an. Dieses Prinzip, das ich dir mit Holofeeling erkläre, ich betone das immer wieder, ist in allen Religionen die Grundlage, die aber nicht mehr funktionieren, sobald du das raumzeitlich auslegst. Und das wirkliche Meisterwort, wie wenn ein Jesus, den wir uns jetzt ausdenken, und ihr wisst, das Wir sind nur zwei.
Das bin ich und du. Ich nenne es JCH und ICH rot gelesen. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein, wenn das einen interessiert. Ich war jetzt nämlich, ich habe im letzten Selbstgespräch ganz klar darauf hingewiesen, dass jetzt die Welt in Flammen geht oder nicht. Das hängt davon ab, was du träumst. Es ist ein Systemwechsel. Ein Systemwechsel heißt, du musst zuerst einmal dein Programm verändern, dann läufst du aber immer noch auf demselben Betriebssystem. Vollkommen neue Möglichkeiten bietet er erst ein anderes Betriebssystem, das ist Holofeeling. Und dieses Betriebssystem ist abwärtskompatibel. Das funktioniert mit allen Betriebssystemen. Ich habe immer gesagt, Holofeeling ist eigentlich wie ein Computer mit einem Betriebssystem, der, egal welche Datei du aufmachst, egal in welchem Prinzip des Programmierers, öffnet dieses Holofeeling. Ja. Es läuft praktisch alles. Es kann Religionen anfassen, es kann Naturwissenschaften anfassen und Sachen, wo du noch überhaupt keine Ahnung hast, was du damit öffnen kannst. Es ist das Summa summarum allen Wissens und dann siehst du auch ganz genau, wie das einzuordnen ist. Da gibt es kein richtig und kein verkehrt mehr. Es ist so unendlich einfach, diesen Cut, wo ich immer wieder sage, mach am besten alle 2 Minuten Cut und schau, was jetzt da ist. Du schaust einfach deine Informationen an, die unmittelbar vorliegt und das Erste, was du erkennst, dass du die gar nicht festhalten kannst. Die unterliegt einem ständigen Wechsel. Gleichgültig, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es bewusst deine Gedanken sind, weil du ständig reagierst. Aber du schaust, was da ist und die Erkenntnis, was jetzt da ist, hat nichts damit zu tun, dass du dich fragst, ist es jetzt richtig oder verkehrt oder gut oder böse, sondern es ist auch eine Wertung von deinem Programm, von deinem Intellekt da. Dann kannst du beobachten, wie du sagst, das stimmt, oder du kannst beobachten, wie dir was Angst macht, wie du einen Reizauslöser dir Angst macht, weil du so zwanghaft darauf reagierst. Das ist die Unfreiheit. Das ist die Unfreiheit. Die Freiheit liegt wo ganz woanders. Von der wirklichen Freiheit weiß noch keiner etwas, deiner Menschen. Und ich werde dir auch sagen, wieso, weil die Menschen, die du dir ausdenkst, sowieso nichts wissen können. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du musst zuerst der werden, der du immer bist, im Meer bist. Das ist dieser rot geschriebene Geist. Und wir versuchen jetzt nochmal etwas, dass ich dir zeige, wie präzise das schon wirklich in der ganzen Philosophiegeschichte dargestellt wird. Und es wird von den ganzen Schwätzern zunichte gemacht, die einfach nur rezitieren. Das beginnt schon mit einer Unbewusstheit, wenn du immer hörst, und der hat gesagt und der hat gedacht. Wenn der hat dieses und jenes entdeckt und der hat dann gelebt und der hat dann gelebt, habe ich aus das Buch heraus, hat man mir erzählt. Du gehst jetzt einfach mal davon aus, dass alles Wissen, ich kann jetzt nicht einmal sagen, von Anbeginn der Zeit, weil jetzt denken wir ja schon wieder zwanghaft an eine Vergangenheit. Mhm. Der Urknall, bevor er geknallt hat, der nie in der Vergangenheit geknallt hat. Mhm. Du selbst bist der Urknall, in dem sich alles befindet, was überhaupt prinzipiell aus dir sich entfalten kann. Das ist das, was wir Gott nennen. Die Kollektion aller Kollektionen. Ich bin auf das Spiel mit den Kollektionen reichlich eingegangen. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. In dem letzten Selbstgespräch habe ich darauf hingewiesen, so ein kleiner Satz, dass ich zum Beispiel sage, hier, da gibt es ein schönes, da waren wir beim Blog. Wir waren bei den Wohnungen, beim Wohnblock, beim Notizblock, und habe ich gesagt, da gibt es eine schöne Sache, das ist jetzt, passt jetzt gerade ein schöner Einstieg. Im Sanskrit gibt es ein Wort für Block. Das steht zwar nicht genau im Block drin, aber da wollte ich nicht genauer drauf eingehen. Ich mache jetzt das etwas, nur ein bisschen, weil ich gesagt habe, das wird jetzt zu weit führen, dann treibt uns das wieder gedanklich in irgendeine andere Richtung. Und dann hat bei uns im Chat, jetzt rede ich raumzeitlich, das sind jetzt nur Worte, die du hörst. Das ist ganz wichtig und das baut jetzt wieder Vorstellungen in dir auf. Ich glaube, der Rainer war es, hat dann nachgeschaut im Sanskrit und hat dann ein Buch für einen Holzstoß oder was gefunden. Das ist aber nicht. Im Sanskrit gibt es ja unendlich verschiedene Wörter. Das ist so verwirrend. Ich weise immer wieder darauf hin, wenn jetzt zum Beispiel die Sonne scheint und du würdest jetzt Sanskrit-Wörterbuch nachschauen, was heißt auf Sanskrit Sonne? Dann findest du im Böhling findest du 72 oder 73 Einträge. Das ist nur, da steht das deutsche Wort Sonne in Deutsch-Hebräisch, in Deutsch-Sanskrit. Du schlägst Sonne nach und dann kommen 73, 72 oder 73 Sanskrit-Wörter ohne irgendeine Erklärung stehen hier Sanskrit-Wörter da und die heißen alle unter anderem Sonne.
bin da auch vor Jahren schon darauf eingegangen, wenn das alles einen tiefen Sinn hat, darum lasse ich ja die Finger von Sanskrit vollkommen weg. Wir reduzieren uns das dann auf das Deutsch Ivri. Ich übertrage jetzt einmal den Bildschirm. Bildschirm da, dann mache ich gleich den Ton dazu. Das muss ich jetzt schnell hersuchen. Ihr müsstet das jetzt haben. Ich kann da Ja. gleich bei meinem Holger reinspringen. Das habe ich das nämlich gerade. Habt ihr das Bild? Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein winziger Auszug. Das ist Langenscheid. Deutsch, Langenscheid, Sanskrit, Deutsch. Das ist ja aufbauend auf Böhling. Das Schöne ist jetzt hier oder das weniger Schöne, das sind keine Sanskrit-Zeichen. Das ist die Umschrift. Und damals hast du mal Chit. Chetadi, da steckt die Dart schon mit drin, siehst du das? Ja. Sie wissen mir in der Physik, es ist jetzt übrigens, ich sage von vorne weg, glaube ja nicht, dass es ein Zufall ist. Es ist ganz bewusst über die Lautwesen zu erschaffen. C ist ja unser dritter Buchstabe, im Hebräischen wäre das das G, das wäre der Geist. Und beim E mache ich einmal E-Quadrat. In der Physik ist es C ja das Vorzeichen für das Licht. Dann machen wir die Dart eines kleinen Gottes. Und da haben wir eine Schöpfung und zwei Erscheinungen oder zwei Spiegel und den Schöpfer in der Mitte. Und wenn das der Fall ist, beginnst du etwas wahrzunehmen, zu beachten. Es erscheint sich, es zeigt sich etwas zwischen diesen zwei Spiegeln. Und das ist dein geistiges Licht, das Licht praktisch hier, die Lampe im Zentrum zwischen den zwei Spiegeln, die sich dann natürlich nach außen hochspiegelt. Und das sind jetzt so Unterformen, verstehen, kundig werden, erinnern, das Erwecken in deinem Innern. Ich mache dich auf etwas aufmerksam und so weiter und so weiter. Das ist die Grundradix, ist Chit. Und jetzt fahren wir wen runter. Und jetzt wirst du feststellen, Chit hast als Adjektiv auch Schichten. Das heißt auch Geist und Intellekt. Den Geist müssen wir jetzt blau lesen. Störe dich nicht an den Farben. Das ist ein uraltes Buch, wo ich einfach mit einem Stift was angekreuzt habe. Jetzt raumzeitlich bewusst gedacht. Jetzt ist aber das auch ganz interessant, diese Schichten. IND wissen wir, LFND heißt, ich werde auf und abschwingen. Da haben wir schon die Sinuswelle mit drauf. Dann ist Chitta ist ein Gebäude, G-E-Quadrat baut etwas. Und zwar sind diese Gebäude aufgebaut in Schichten. Diese Schicht Shi, hebraisiert, heißt das Geschenk von Schrecken. Jetzt ist natürlich das Wort Schrecken ist für dich, zuerst einmal wieder was bloß Negatives. Aber es sind logisch berechnete Echen. Da haben wir auch, in Schor haben wir auch das Lied mit drin. Und jetzt kommt's. Das ist ein Holzstoß und ein Holzstoß ist auch ein Holzblock. Es ist nur ein anderes Wort. Ich könnte jetzt Holzblock hinschreiben. Und das ist Ja. ein Scheiterhaufen. Denk an den Notizblock, an den Holzblock. Und dieser Holzblock besteht aus vielen Scheiden. Und diese Scheiden, die erweckt werden, die sind auf einen Haufen. Darum ist es ein Holzblock. Interessant. Das ist Kollektion. Selektion, Kollektion, Selektion, das ist genau das Prinzip im letzten Selbstgespräch, wo ich darauf hinweise, dass mir hier das Wort Chitta, das baut ein Intellekt auf in einer transversalen Festplatte, Programm im Arbeitsspeicher, einzelne Bilder, die man auf dem Bildschirm hochhebt, in der transversalen. Und jetzt beginnen diese hochgehobenen Sachen illusionär zu brennen. Ich sage immer, diese Polaritäten rennen und zwar in einer Form von DR. DR heißt geöffnete Berechnungen und die geöffneten Berechnungen im Hebräischen ist die Generation. Und die entspringen alle aus diesem Scheiterhaufen, aus diesem Holzblock. Holz ist Etz auf Hebräisch. Das ist Ha'ol, heißt, wenn ich dieses hebräische Wort Holz als hebräisches Wort lese, heißt es Etz und das ist die augenblickliche Erscheinung. Okay, jetzt haben wir hier in Holzstoß den Scheiterhaufen ist, schau, Chika Ti ist das Denkvermögen, das Denken. Das ist, da wird dieses Prinzip beschrieben. Es hast auch dann hier gedacht, begehrt und so weiter, denken, denken, Bewusstsein, Vernunft, Geist. Jetzt müssen wir das nicht unterscheiden hier. Das Bewusstsein, ausgedachterweise, blau ist kein Bewusstsein, weil das rote Bewusstsein ist die Grundlage überhaupt. In Verbindung mit Intellekt das Denken entsteht. Das ist unser rotes Ich, ist das Bewusstsein. Die Vernunft und das Denken entsteht durch das blaue Ich, durch das Programm. Jetzt springen wir da wen rüber. Auch das spreche ich jetzt nur an. Schau, und jetzt kriegen wir Chit. Ja, das sind jetzt die Schichten, was geschichtet wird. Und von unten nach oben in einer Transversalen.
Das ist unser ständiges Spiel der wechselnden Bilder. Und das sind jetzt die Schichten, die errichtet werden. Die sind mannigfaltig, wunderbar. Das waren alles von Geist E-Quadrat, von Gott malt durch Wissen. DE ist Wissen, 470. Beilet, im Kind die Wunder. Ja. Das ist kein willkürliches System und ich weiß jetzt wirklich, ich muss darauf hinweisen, wenn du die Vatersprache studiert hast, wird es für dich eine unendliche Tiefe kriegen. Wenn du das jetzt das erste Mal hörst oder dort dich noch nicht damit beschäftigt hast, dann hörst du jetzt nur irgendwelche Worte und sagst, was erzählt dir alles, da kann man sich alles zusammenreimen, all diese Sachen höre ich. Ich setze da Zahlen ein, dann zeige ich dir das, dass das physikalische Formen sind. Da kriegst du jetzt nämlich über Chitraka kenntlich machen, die Gemälde, die Zeichen, mal von Gott existieren, diese Gemälde, da ist der große Maler, da hast du übrigens auch im Malen, haben wir auch, es wird was zermalen. Wieso klingt dieses Wort mal auch in der Arithmetik? 3 mal 3, Hüben 3 und Drüben 3. Und es wirft jetzt Gedankenwellen auf, darum ist es Lustberg. BRG, im erweckten Geist, HR auf Hebräisch. Wahrgenommene Berechnungen. Der Name, Staunen hervorregen, das macht in erster Linie mal Holofliegen, wenn du das zu verstehen anfängst, dass das ein riesen Staunen in dir hervorwirft. Das war jetzt nur diese Kleinigkeit, wo ich gesagt habe, im letzten Selbstgespräch, im Bezug, wo ich erkläre, diese Kollektion ist nochmal eine höhere Kollektion. Wir haben die Bilder, hast du nur in einer ganz anderen Form. Das war die Sache mit dem Herd, mit dem Kühlschrank, mit dem Wasserhahn, das sind Einzelteile aus einer Küche. Die Küche wiederum ist ein Einzelteil aus einer Wohnung. Kollektion in Kollektion, die Wohnung wiederum ist ein Einzelteil eventuell aus einem Wohnblock. Der Wohnblock wiederum ist ein Einzelteil einer Straße, die Straße ist ein Einzelteil einer Stadt. Du kannst eine Stadt nicht sehen, du hast dein Haus noch nie gesehen, du hast noch nie deine Küche gesehen, weil das die Worte Sachen beschreiben, Kollektionen beschreiben, die als Dinge an sich gar nicht angeschaut werden können. Du kannst nur wieder Facetten, sprich Perspektiven innerhalb dieser Sachen dir ausdenken. Sobald du in der Welt der Bilder bist, ob jetzt das rein gedachte, feinstoffliche Bilder nenne ich das, oder ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind auf deiner VR-Brille, bist du in einem unendlich zerdachten, winzig kleinen Auszug aus einer riesengroßen Kollektion, die wiederum nur ein Auszug aus einer noch größeren Kollektion ist. Und die Kollektion aller Kollektionen ist Gott. So. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Ich hoffe, das läuft. Ich lasse das extra so stehen, dass wir da keine Schwierigkeiten wieder kriegen, weil ja zurzeit wird ja alles gesperrt in irgendeiner Form. Sobald du was reinstellst, wird es ja sofort auf YouTube gesperrt. Lassen wir uns einfach überraschen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das ist jetzt dieser Kobe, den 7x3-Sat. Wissenschaftssendung. Ist ganz hervorragend, was er spricht, aber da ist jetzt das große Problem schon, die Zahlen, wenn du anschaust, raumzeitliches Denken. Und du wirst jetzt feststellen, dass da alles von diesen Philosophen, die wir uns jetzt ausdenken, die nur deshalb existieren, weil wir sie denken. Die haben in der Vergangenheit nie existiert. Immer dran denken, du musst einen Quantensprung machen in deinem Wissen. Der Quantensprung in dem Wissen besteht darin, dass du ein vollkommen neues Betriebssystem, eine neue Grundlage hast. Ein Quantensprung ist zum Beispiel, ein kleiner war, wie man gewechselt hat von der Scheibe zur Kugel. Vorstellung. Ich könnte jetzt sagen, jetzt wechselst du von der Kugelvorstellung zu einer Matrix. Die Bilder bleiben die gleichen. Ob du glaubst im tiefsten Innern, du lebst auf einer Scheibe, bin ich übrigens in alten Selbstgesprächen schon vor 15, 20 Jahren intensiv darauf eingegangen. Oder du glaubst, du lebst auf einer Kugel oder du glaubst, du träumst jetzt. Die sinnlich wahrgenommenen Informationen sind komplett dieselben. Wir tauschen nur die Grundlage aus, so wie ich beim Computer sage, ich kann jetzt ohne weiteres mit einem Windows-Betriebssystem auch ein DOS-Programm laufen lassen oder sogar ein Basic-Programm laufen lassen, weil die Sachen kompatibel sind. Und das heißt, die Bilder, die du siehst, das sind so die klassischen Beispiele, wenn jetzt du als Brösel und der Brösel meinetwegen in einem Biergarten sitzt und ihr unterhaltet euch über Fußball, über irgendeine Banalität. Das geht auf mit unterschiedlichen Betriebssystemen. So wie jetzt, wenn du das Video dir anschaust, hängt es erst einmal davon ab, was hast du für ein Betriebssystem laufen. Hast du einen Linux-Computer? Hast du einen Windows-Computer? Hast du einen Apple-Computer?
Du wirst feststellen, es ändert jetzt nichts an dem Bild, an dem Video, wenn du das Video laufen lässt. Aber du wirst dann auf der anderen Seite wieder wissen sollen, rudimentär, dass je nachdem, welches Betriebssystem du benutzt, viele, viele Sachen nicht anschauen kannst, die du wieder mit einem anderen Betriebssystem anschauen kannst. Das YouTube jetzt übers Internet ist natürlich hier kompatibel mit ein, drei Betriebssystemen. Und das ist es. Holofilling ist ein Betriebssystem, wo alles läuft. Das ist das absolute Verstehen. Und sage ich, du wirst von mir niemals hören, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist nur fehlerhaft. Ja. Ich muss eigentlich schon einmal wissen, was das Wort Fehler bedeutet. Fehler ist nicht falsch oder verkehrt, sondern es fehlt etwas zur Vollkommenheit. Das ist wie wenn du zum Beispiel eine Küche anschaust, einen Herd anschaust und sagst, das ist die Küche. Das Bild des Herdes als Ding an sich ist doch nicht die Küche. Und diese Kleinigkeiten, diese kleinen Fehler, die du ständig begehst in deinem Alltag, führen zu deiner Selbstentheiligung. So, das erste, ich starte dieses Video an bei 386 Sekunden. Da springe ich übrigens jetzt gleich einmal rein. Unter anderem ist 386, da haben wir den Logos von UB oder die Logik von UB blau gelesen. Das, was du jetzt konfrontiert wirst, und ein Pyramidenwert. Die 9 rot in der Mitte ist der Spiegel und dann hast du hüben 4 und drüben 4, wobei die 4 ja wiederum, wenn wir die 4 als griechisches Dalet schreiben, haben wir T-Rei. Da 4 Spiegel und da 4 Spiegel. Dieses Symbol von unserem Tetraederspiegel. Und das heißt jetzt hier und er ist rot gelesen, ich und du. Wir Geist, Machte. Und dass du dann den darauf. Das sind die ganzen Übersetzungen, so wie es normalerweise die Radix kommt, etliche Male vor, können wir jetzt nachschauen. Diese Grundradix, die Stelle. Dennoch. Und man machte Mandat, man bietet, erzeugte, erwart, arbeitet, schuf, erarbeitete, fertigte, erzielte. Die Grundradix ist praktisch unser Esse. Das ist immer dies vor Imperfekt und er oder und es und 70, 305 Esse ist tun, machen, bewirken. Da unten haben wir das stehen. Esse wiederum, so spricht man das übrigens aus, ich kann das auch Asse aussprechen, da hast du dann schon im Hintergrund die Masse oder ich messe. Da steckt dieses Tun, Machen, Handeln mit drin. Im Lateinischen ist es schlichtweg und einfach, dass da mal das Sein, aber auch das Essen. Und jetzt wirst du feststellen, dass beides, wir reden von einem Gericht. Rede ich von dem Gericht, das du isst, oder das Gericht, das du bist. Du bist der Richter über alles und jeden. Egal, was du dir ausdenkst, du bestimmst, ob das richtig und verkehrt ist. Du erschaffst es, du magst es, wenn du ich bist. Der Logos ist verbundenes Wissen. Man kann sich reinlesen. Du merkst jetzt schon in den Laut, wie das zusammen ist. Was natürlich noch wichtig ist, dass genau der, der es wirklich macht, das Urlicht, ich sage immer die Lampe im Projektor, ich, JCH, und ich sage, ich bin auch du, dass das ein Anagramm ist von Jesus. Und das wiederum in der Grundform bedeutet dann die Erlösung. Wir lösen es aus uns heraus, was wir selber uns ausdenken, was wir aus uns heraus schöpfen. Ich betone extra immer diese Worte. Und du wirst dann merken, dass wir dann auf Wissen zurückgreifen. Da springen wir einfach mal in den Totalwert rein und dann wirst du feststellen, dann landest du in dem Wort Enzyklopädie. Dieses N, das ist natürlich griechisch, das ist jetzt die hebräische Umschreibung, man sieht es schon, weil das ist kein Ur, kein althebräisches Wort, sondern ich nenne es immer eine Hebraisierung, das beendet hinten mit einem Gott. Und das können wir jetzt das alleine wie ein Kleinod, das sich genauer anzuschauen. Wir können mal das griechische Wort anschauen, dann wirst du feststellen, die Vorsilbe N, das man übrigens im Griechischen nicht mit EN vorne schreibt, aber das wird jetzt wieder zu weit führen. Das heißt, das da mal innen, im Innern, denk zum Beispiel an die Energie. Energie heißt innere Wirkung, das innere Wirken. Oder die Entropie, das ist der innere Wendepunkt. Das ist auch so eine Sache mit der Entropie, wenn du jetzt in Wikipedia die Entropie anschaust, die ist komplett einseitig falsch erklärt.
Altgriechisch, Entropia, innen, und das ist die Wendung. Was hier entscheidend ist, jetzt müsste man natürlich dieses Tropos, Tropea mal im Griechischen anschauen. Ich sage immer das doppelt aufgespannte. Bitte schau das kleine Bild unten an. Das ist ein W, ein W. Und Entropie heißt der Wendepunkt, das doppelt aufgespannte in der Mitte, was ich immer wieder mache, das ist die Entropie. Wird in der Physik dann mit Wärme vermischt, mit dem Kreisen, wieder mit der Bewegung. Das ist immer das große Problem. Reden wir von diesem E-Quadrat in der Einstein-Formel, das weder vermehrt noch vernichtet werden kann, das Nichts bleibt nichts und ist zwangsläufig alles, was aus ihm entspringt. Das ist jetzt Holofeeling, das ist eine höhere Ebene. Und dann wirst du feststellen, dass diese Energie weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Was ist dann mit Energiegewinnung und Energieverbrauch? Das ist blaue, ausgedachte Energie, die nur existiert, wenn du sie denkst. Du oder wir sind die Energie, die immer ist, aus der alles entspringt, die von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das sagt die Einstein-Formel aus. Das ist ein träumender Geist, der sich selber nicht verändert, während er träumt. Der sich auch kein Bild mehr macht von irgendwas da oben im Himmel oder von sich selbst. Dann bist du nicht diese Energie. Okay? Mhm. Und dann ist natürlich das nächste ist Zyklop. Und dieses Zyklop, wenn man jetzt das Griechische, da steckt der Zyklop für der Zyklus, das Tränen mit drin. In dir beginnt etwas zu kreisen, Enzyklopädie. Das landest du dann zwangsläufig auch in dem Volumen. Da sollte man wissen, dass Lumen, das heißt einmal Licht, heißt. Und das Volumen heißt eigentlich Kreisen, Rollen, das Buch. Das hat nichts mit irgendeinem Raum zu tun, der natürlich dann zwangsläufig gedanklich entsteht, wenn du deine Gedanken kreisen lässt durch Raum und Zeit. Wobei jeder Gedanke trotzdem nur hier und jetzt ist. Aber du merkst, wenn ich immer sage, jedes Wort oder 400 Seiten Buch, wir springen jetzt einmal rein bei 386. Und das wäre jetzt wert, dass wir diese Videos anhören und wirklich jede Kleinigkeit genauer betrachten. Wir hören denen jetzt mal kurz zu. Hume, zunächst mal Descartes zweifelloser Anerkenntnis des Ichs, das denkt und folglich existiert, zu folgen. Dann aber kommt das große Aber. Denn Hume gibt zu, Zitat, fährt fort, wir haben da keine Vorstellung eines Ichs. Also zuerst einmal, um das klar zu machen, es geht zuerst einmal um den Descartes, dieser Satz, ich denke, also bin ich. Ein riesengroßer Fehler, cogitio ergo sum, ist definitiv, heißt nicht denken. Das ist eine Unterform. Denken ist mens. Kann man in den Offenbarungen nachlesen, was das eigentlich genauer heißt. Ich will es jetzt nicht hersuchen oder wieder darauf eingehen. Habe ich öfters gesagt, ich denke, also bin ich. Das ist ein ausgedachtes Ich. Wir haben gar keine Vorstellung eines Ichs. Weil ein ausgedachtes Ich, die Frage, wer denkt sich dieses Ich aus? Und das löst Holofeeling mit den vier Ichs. Das sind vier verschiedene Ich, auf die ich immer wieder eingehe. Also wir hören uns das nochmal an. Ich lasse den mal ganz ausreden und dann gehen wir dort drauf ein. Hume, zunächst mal Descartes zweifelloser Anerkenntnis des Ichs, das denkt und folglich existiert, zu folgen. Also wie gesagt, schau bitte das kleine Bild an. Ich weiß nicht, ob es für Selbstgespräche drauf ist, dass ich es immer so mache. Ich beobachte mich. Das sind schon zwei Ich. Ein Ich, das sich selbst ausdenkt, das ist das große blaue Ich, ist natürlich jetzt blau, kann ich denken, das ist ein Programm. Das ist der Mensch als Programm gesehen, das sich als Person aufschmeißt. Das heißt, ich erschaffe mich, wenn ich an mich denke. Das sind zwei verschiedene Ich. Das ist das Programm und dieses dargestellte die Persona, das kleine blaue Ich. Ich denke an mich und ich beobachte mich. Aber jetzt muss ich ja einer da sein, der sich dieses Ich ausdenkt, das sich als Persona schafft. Das ist ja das dritte Ich. Und dieses rote Ich wiederum in dieser Kombination braucht einen und jetzt kommen wir dann zu JCH, zu mir. Dann aber kommt das große Aber. Denn Hume gibt zu, Zitat, fährt fort, wir haben gar keine Vorstellung eines Ichs, die jenen Erklärungen entspräche? Oder aus was für einem Eindruck könnte diese Vorstellung stammen? Es ist unmöglich, diese Frage zu beantworten, ohne dass man in offenbare Widersprüche und Ungereimheiten gerät. Das sind keine Widersprüche, wenn man das so macht. Man hat nur eine neue Hierarchie, die die Menschheit einfach nicht akzeptieren will.
dass ich immer sage, ein Denker ist mächtiger wie das, was er denkt, weil es ist immer derselbe Denker, der an unterschiedliche Sachen denkt. Der kann auch an unterschiedliche Menschen, Körper denken oder sich selbst in unterschiedlichen Körpern hier und jetzt denken. Du Geist, kannst dich jetzt als einen 20-Jährigen, einen 30-Jährigen oder einen 80-Jährigen denken. Aber egal, welchen Körper du jetzt denkst, du denkst ihn jetzt. Und die Grundlage ist das Programm, was ich Mensch nenne, wo das ganze Leben vom Säugling bis zum Greis drauf ist. Und alles, was du dir ausdenken kannst, entspringt aus diesem Programm. Ein heliozentrisches Weltbild und ein Scheibenweltbild, das sind alles Dinge, die auf deinem Programm drauf sind. Ein Huhn zum Beispiel, ein DK, du kannst die Sachen nur auf dem Bildschirm holen als Existenzen, auftauchen lassen in dir, als Informationen in dir erschaffen, wenn das auf deinem Schwamminhalt, auf deinem Wissen drauf ist. Wenn du das nie gehört hättest, dann jetzt gehört hättest. Jetzt sind wir schon wieder in der Vergangenheit. Ich sage zuerst einmal, die Verben sind sehr wichtig, die zeitlichen Formen. Aber egal, wenn ich jetzt etwas spreche, ich spreche es jetzt und ich kann durch die Grammatik der Worte sagen, ich sprach oder ich werde sprechen und dadurch entsteht in dir das Gefühl, dass das, was ich jetzt spreche oder was ich mir denke, in der Vergangenheit war oder in der Zukunft sein wird. Aber es ist prinzipiell immer hier und jetzt eine ständig wechselnde Information. Darum ist die Grammatik auch wichtig. Ich sage, du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas, was ich erschaffen habe, nicht wichtig ist. Wie ich dick heißt, wie ich in diesem Zentrum des ewigen Hier und Jetzt. Es wird nur ausgedacht, um uns herum, räumlich wie zeitlich, gedanklich verstreut. Es ist aber trotzdem Hier und Jetzt. Und was Jung meint, ist, dass das Ich kein sichtbares Ding ist. Und wenn das Ich... Das Ich, das kein sichtbares Ding ist. Und da kommt das Problem, das wird geschickt mit dem Roten. Mit dem Adam umgangen, dass ich sage, du kannst was denken und kannst wissen, was es ist, ohne dass das in irgendeiner Form als Ding an sich existieren kann. Zum Beispiel das Wort Nichts. Das Nichts ist jetzt ein Geräusch und ich muss nur wissen, dass dieses Nichts für etwas steht, was ein nicht gedachter Gedanke ist. Ein Symbol für einen nicht gedachten Gedanken. Alles, was rot ist, ist schlichtweg und einfach Shin, Licht, weg. Das logische Licht ist dann weg. Es ist etwas Nicht-Gedachtes. Und jetzt, sobald ich von Gott rede, Gott rot gelesen, ist nicht der Gott, den ich in den Himmel hochdenke, sondern es ist die Kollektion aller Kollektionen. Und sobald ich jetzt Gott rot schreibe, ist dieses in mir auftauchende, rot geschriebene Wort oder ausgesprochene, rote Gott, ist dann schon was Blaues, weil das kann ich ja wahrnehmen. Es klingt so kompliziert, es ist überhaupt nicht kompliziert, wenn du es verstanden hast. Das ist wie dieses Heureka-Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Ich sage, wenn du den Trick nicht verstanden hast, wirst du sagen, das geht nicht. Und dann leuchtet dir plötzlich so brutal ein, wie du neben dir gestanden bist, weil du nicht richtig zugehört hast. Das ist das erste Problem für Leid, für Angst, ist diese Unaufmerksamkeit. Ein solches Ding wäre, das man sehen, messen, beobachten könnte, da müsste es ja auch unser ganzes Leben lang unverändert dasselbe bleiben. Das ist es doch. Das Leben, das du dir jetzt ausdenkst, das du chronologisch abzurastern scheinst, wie ein Leser, der ein Buch liest, diese einfache Bücherregal- oder Buchmetapher. Du bist von Anfang bis zu Ende, bist du derselbe Lesergeist, der ist aber nicht die Figur, die du dir aufgrund des Buches ausdenkst. Wenn du auf der Seite 6 bist, bist du ein 6-Jähriger. Wenn du auf der Seite 12 bist, bist du ein 12-Jähriger. Wenn du auf der Seite 30 bist, dann erlebst du dich als 30-Jährigen. Aber der, der das Buch in der Hand hat, hat alle Seiten gleichzeitig. Das ist der Arbeitsspeicher. Das ist immer die Datei im Arbeitsspeicher, sind alle Bilder, die jetzt aus diesem Arbeitsspeicher auftauchen, sind alle gleichzeitig. Das heißt, die Frage, die ihr stellt, du merkst, das ist purer Materialismus und unbewusstes chronologisches Denken. Dieses rote Ich, das ich jetzt rot mache, das wir jetzt uns symbolisch als den Leser eines Buches oder ein Spiel in einem Videospiel, dass das noch komplexer wird. Der Spieler ist komplett über das ganze Leben derselbe Spieler. Darum hast du auch nicht das Gefühl, du Geist, der du mich jetzt sprechen hast, nicht im geringsten das Gefühl, dass du älter geworden bist, wenn du mal den Gedanken an deinen Körper außen vor lässt. Der das Leben erlebt, du hast als erlebender Geist jetzt zurückgeblättert, wie du 20 warst, dich kein bisschen anders gefühlt wie jetzt. Das Ganze entsteht nur durch die Alterung, durch die Vorstellung, ich bin dieser alte Krückenkörper, nicht Peter. Ja. Diese absolute Verwechslung mit einem Gedanken von dir.
Ich bringe das auf einen Punkt. Am Anfang in Holofeeling heißt, die Hölle beginnt in dem Augenblick, wo du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, das bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Du bist keiner dieser Gedanken und alle Gedanken gleichzeitig. Eine Sünde-Metapher, du bist in mir, wie ich UB, Elion. Und deine Gedanken, wenn, wir sind alle Gedanken, die wir denken, aber keiner dieser Gedanken davon, weil die Gedanken vergänglich sind. Ich wiederhole immer wieder, das Meer, der immer ist, ist all seine Gedankenwellen. Er wird nicht sagen, der Gedanke bin ich und die anderen Gedanken bin ich nicht. Ich bin keiner dieser Gedanken, weil ich immer bin. Und die Gedanken sind ein oberflächliches Spiel von auf und ab. Was ist mir hier und jetzt passiert? Ich bin kein bestimmter Gedanke, aber ich bin alle Gedanken gleichzeitig, wenn ich das Programm selber bin. Das ist der Mensch. Aber der Mensch wiederum, ich sage immer, einfach gedacht, das Buch in einem Bücherregal ist wieder bloß eine Facette aus einem Bücherregal. Wenn du vor einem Bücherregal stehst, bist du ich. Und wenn du ein neues Buch liest, und jetzt bitte genau zuhören, weil ich merke, in Gesprächen auf der Brüsselebene, durch diese Filtermasten der Person, wird es immer so einseitig falsch, fehlerhaft ausgelegt, obwohl ich das ganz klar sage. Du stellst dir vor, du liest jetzt ein Buch. Du vergisst in dem Augenblick den Leser, da sitzt keiner da, der ein Buch in der Hand hat und umblättert. Du wirst eigentlich ein Kopfkino, wo er Geschichte erlebt. Und jetzt ist das Buch zu Ende und wir sagen, dieses Buch ist deine Lebensgeschichte. Das ist jetzt genauer wie so ein Videospiel, wo du dich komplett verwechselst mit dem Protagonisten, die Rolle mit der Verabredung, wo du spielst, befindest du dich ja praktisch in dieser Traumwelt als Figur in einem Traum, der sich wie in einem Kino in dem Kopf des träumenden Geistes abspielt. Und du siehst es nur aus der Ego-Perspektive. Wobei alle anderen KIs aus demselben Programm entspringen. Die Menschen um dich herum entspringen aus demselben Menschen, werden aber natürlich dann so von dir interpretiert, weil du die auf der Verabrede eventuell sinnlich wahrgenommene Informationen wahrnimmst, die du meine Mitmenschen, meine Familie nennst. Das sind alles Produkte aus diesem Programm. Und in dem Moment, wo dieses Leben zu Ende ist, das heißt, wenn du wach wirst und du liest das nächste Buch, und jetzt kommt natürlich mir verschiedene Möglichkeiten. Ich sage zuerst einmal die erste Möglichkeit, es ist von den Figuren und von den ganzen Handlungen und von der Welt des vorhergehenden Buches überhaupt nichts mehr da. Du spielst eine komplett neue Rolle und du bist in dem Moment ein komplett neuer Mensch. Und ich betone, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wir machen hier kein Science-Fiction, ich erkläre, was wirklich ein geistiger Hintergrund und deine hier und jetzt ausgedachte Zukunft ist, die sich immer jetzt abspielen wird. Denk dir einfach mal, du liest damit, du hast jetzt ein Mittelalter-Roman laufen in dir, du bist irgendein Mensch im 16. Jahrhundert. Oder du bist ein Captain, kann ein Science-Fiction-Roman sein, auf einem Raumschiff wie der Captain Kirk, 2400. Es ist vollkommen gleichgültig. Wenn dieses Buch zu Ende gelesen ist, du kannst ohne weiteres nach einem Science-Fiction-Buch einen Science-Fiction-Leben, kannst du auch Mittelalter-Leben weitermachen. Oder Burgfräulein, eine Prinzessin, wenn du die Rolle einer Frau spielst. Darum ist es so gleichgültig, ob du jetzt dich als Mann erlebst oder als Frau erlebst. Dieser Genderwahn, Geist ist immer Geist, der Schauspieler ist immer der Geist selber. Und wenn du jetzt in diese ein anderes Buch zum Lesen anfängst, das heißt, sobald ein neuer Film beginnt, und das heißt jetzt nicht unbedingt bei Holofeeling, dass du wieder als Säugling anfangen musst, wenn du das verstanden hast. Das sind jetzt viele Fehler, weil du kannst halt nicht von unten nach oben sehen. Aber was ich dir eigentlich mitteilen will, dass in dem Moment das ganze Himmelreich denken und dann treffe ich meine verstorbene Mutter wieder oder meinen Vater wieder oder meine Oma wieder und ich bin ja dann im nächsten Leben wieder derselbe Mensch. Das ist alles geistloser, religiöser, chronologisch nachgeäffter Blödsinn. Auf einer höheren Ebene erlebst du komplett was Neues. Und dann sind auch alle Menschen weg, die du dir jetzt ausdenkst. Aber die hast du nicht verloren, es implodiert, sagst du mal, die ganze Welt, es ist einfach, es ist nur wieder die Datei da, wo alles gleichzeitig drauf ist und dann machen wir neue Datei im Arbeitsspeicher rein und entfalten eine vollkommen neue Welt. An dem wir das erlebt, wenn du mal wirklich bewusster Geist, Bewusstsein, jetzt kann ich nicht sagen, geworden bist und dann doch wieder, weil jedes Wort, sagst du mal, 16 Perspektiven hast. Wir haben, sagst du mal, der Geist ist E Quadrat und das ist, der erzeugt doppelt aufgespannte Orte. Geworden bist. Wenn du jetzt weißt, an mir verändert sich nichts, während ich mein Leben erlebe. An dem Leser verändert sich nicht das Geringste, wenn er ein Buch liest. Ja. Es verändert sich seine Information, aber nicht der, der das erlebt.
die 200 Gramm rote Gnede, das E-Quadrat, das sich ständig umformt, bleibt immer die 200 Gramm rote Gnede. Es ist immer derselbe Leser. Drum ist es auch trügerisch, wenn ich sage, wenn dein Geist wächst, wachsen nicht in einem quantitativen Sinne, sondern du hast unendlich viele Leben in dir drin. Und jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Bücher, die du schon gelesen hast, die du natürlich vergessen hast, weil du jetzt in einem Buch drin steckst, und Bücher, die noch kommen werden, die du noch lesen darfst. Das erlebst du aber erst, wenn du die Bücher reinstellst und dich vor das Bücherregal hinstellst, wenn du ich bist. Wenn du in dem Buch drin steckst, sagst du, ich habe jetzt so und so viele Seiten von dem Programm, so und so viele Bilder, den halben Film habe ich durch, und da kommen noch eine Hälfte, da kommen noch so und so viele Seiten. Und auf der höheren Ebene sage ich, ich habe so und so viel Leben schon gelebt, da kommen ja aber noch ein ganzer Haufen, die ich noch nicht gelebt habe. Das sind auch zwei Seiten, die untrennbar zusammengehören. Und da gibt es jetzt natürlich Unterformen, dass du durchaus ein neues Leben, und das ist das, was ich anspreche, innerhalb deines Buches, des Bücherregal, sind die Bücher alles Menschen, die du dir ausdenkst, wo du alle reinspielen musst, das ist der Sache, alles, was du einen anderen antust, tust du mir selbst an. Mir heißt dir selbst an. Wenn du jemandem hilfst, wirst du irgendwann einmal der sein, der in Not ist, und dann taucht irgendein Fremder auf, der dir hilft. Wenn du jemanden bescheißt, wirst du der sein, der bescheißt in den einen Buch, und in dem anderen Buch bist du der, der beschissen wird. Da haben wir jetzt einen Zustand, dass durchaus du ein neues Leben lebst, wo wieder dieselben Figuren auftauchen, aber du die andere Rolle spielst. Was aber genau genommen jetzt das Bücherregal, und das sind für mich sehr tiefgreifende Metaphern, wo ich versuche, höherwertige Betriebssystemstrukturen, Windows, in Basic zu erklären, was an und für sich gar nicht geht. Und mach dir jetzt bewusst, dass ich jetzt wieder zwei verschiedene Sachen gesagt habe. Ich habe behauptet, wenn du ein neues Buch liest, ist von dem Menschen in dem jetzigen Buch überhaupt nichts mehr da. Es ist einfach ein neues Buch. Das ist ein Bücherregal, wobei jetzt die Bücherregal-Metapher eigentlich anders gesehen, das Bücherregal besteht nur aus den Charakteren jedes Buches, die Perspektive aus eines Menschencharakters, die sich in deinem Buch befinden. Das heißt, ob du jetzt Hitler magst oder den Trump magst oder den Einstein magst oder wen auch immer, in Sokrates, egal zu welcher Zeit, alle Menschen, die du dir ausdenkst, die gedacht werden, kannst du auch als Rolle spielen, oder das können Protagonisten, und wenn es nur Gedanken sind von Menschen, die du dir in die Vergangenheit bringst. Es gehört untrennbar zusammen, es gehört alles zu dem, der sich das alles ausdenkt, und das bist du. Aber du kannst dir nur das ausdenken, was dein Schwamminhalt, dein Intellekt hergibt. Und du merkst jetzt, wie oberflächlich das ist. Da ist überall der Ansatz schon mit drin. Wir hören noch mal ein bisschen weiter. Aber was könnte das sein? Was für ein Ding? Alle Erfahrungen. Was ist das für ein Ding, dieses Ich? Ja, das bist du. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst. Und den Gastrobel ausdenkst. Und den Hum und den Karl ausdenkst. Weil das alles auf deinem Mist gewachsen ist. Auf deinem Mist. MISD. Gestalt gewordener Intellekt. Vom Intellekt sind die raumzeitigen Erscheinungen. Veränderlich und können, sagt er ja, durch Affekte wie Lust oder Unlust verändert werden. Die logische Schlussfolgerung lautet daher, Zitat Hume, also ist es unmöglich, dass die Vorstellung unseres Ich aus irgendeinem dieser Eindrücke oder überhaupt aus irgendeinem Eindruck stamme. Folglich gibt es keine derartige Vorstellung. Zitat Ende. Hume. Egal, was du denkst, wenn du an dich denkst, das bist nicht du. Das sind die Eindrücke in dich. Das ist wie der Prägestempel. Denk wieder an die Patrizie und die Matrize. Das sind wieder nur eine Spiegelung. Die Eindrücke, die Informationen, die in dir aufgetaucht werden, und das ist jetzt das Schöne wieder mit den Meeren, taucht etwas in dir auf, denk dir an eine Nulllinie, das ist die göttliche Hand, die Wellenberg auf. Und dann stehen in der flächigen Sichtweise automatisch zwei Minus. Oder ich stelle, das ist der Gott von unten, eine Eruption. Eine Eruption heißt, dass von unten die Wasseroberfläche hochgeschmissen wird. Oder wir lassen von oben einen Ruach, ein Gott im Himmel oben prägt, drückt was in diese Meeresoberfläche wie in ein Wachstuch hinein. Wir brauchen immer die zwei Seiten, die Spiegelungen, dass das heil ist. Sagt also, dass die Unmittelbarkeit unseres Bewusstseins von uns selbst
keineswegs unmittelbar erfassbar ist. Das ist jetzt das erste große Problem. Keiner weiß, was Bewusstsein ist. Bewusstsein ist irgendwas, was in dem Gehirn entstanden ist. Ein Bewusstsein unseres Bewusstseins, das klingt so, als wenn man Bewusstsein besitzen könnte. Damit wird Bewusstsein zu was Existierendes, aber was Existierendes ist vergänglich. Bewusstsein ist ewig, das ist rohes Bewusstsein, das ist Geist. Du bist Bewusstsein. Bewusstsein oder Geist ist nichts, was man besitzen kann. Der hat ja so viel Geist, der hat ja so viel Bewusstsein. Es ist wie mit der Philosophie. Es ist so erniedrigend für das Wort Philosophie, wenn hier jeder, selbst Automarken, sich eine gewisse Philosophie auf ihre Markennamen, auf ihre Fahne schreiben. Philosophie in einer Tiefe verstanden, die Liebe zur Weisheit, das ist die Weisheit der logischen Physik des Lichtes, alle Farben beinhaltet und in unendlich viele Farben zersprengt. Das ist das ursprüngliche Ein-E. Ein-E, hebräisch, das nicht existierende E-Quadrat. Das ist der Urkern aller Philosophie und das kannst du auch Bewusstsein nennen oder Energie nennen oder Licht nennen, rot gelesen. Es ist Licht und es ist Licht. Es ist das rote Licht. Das ist jetzt für uns symbolisch die Lampe im Projekt und es sind die vielen Lichter auf der Leinwand, die Sonnen und die Sterne, die auftauchen, zu existieren beginnen, die aber nur blau sind und damit existieren, zwangsläufig vergänglich sind. Wie auch eine vergängliche Energie, die du verbrauchen kannst, aber nicht die Energie, die diese Formen annimmt, die immer gleich ist. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist. Anders ausgedrückt, der rote, jetzt symbolisch ausgedachte Leser ist immer derselbe Leser, egal welches Buch er liest, egal welches Leben in ihm sich abspielt, welcher Lebensfilm, welches Videospiel er spielt. Vielmehr handelt es sich offenbar um eine Art von Konstruktion. Denn das, was wir in unserem Bewusstsein vorfinden und das, was wir wahrnehmen, unterscheidet sich von Moment zu Moment, wenn man genau hinsieht. Siehst du, was er macht? Er macht ja volles Solo-Feeling. Das ist es. Was du in dir wahrnimmst, das sind die zwei Sauden, schau das Bild an. Aber es ist weder eine Information ist, was ausgedacht ist, und die Exformation innerhalb, außerhalb, das sind die zwei Seiten, plus 5, minus 5, basieren du das in dem Punkt, immer in dem Nullpunkt, weil das immer Null ist. Das ist die Camera Obscura Beispiel. Ich kann das jetzt nur ansprechen. Und das ändert sich von Mom-End zu Mom-End. Da sind wir so oft drauf eingegangen. Drum ist das der Fehler. Der Fehler ist zuerst einmal, dass aus dem Nullpunkt die Nulllinie entspringt, ein Wellenberg und ein Wellental. Das heißt, wir haben hier eine rote 4. Diese rote 4 ist ja das Geschlossene. Und dann haben wir hier was Aufgespanntes, das Plus Aufgespannte und das Minus Aufgespannte. Der äußere Wert, AUS ist AUB, das Beschwören, RR sind zwei Sachen erweckt, Plus erweckt, Minus erweckt, ist dann der Wert 86. Der Wert 86, blau gelesen, ist aufgespanntes Wissen. Akbar-Schwert dazu heißt, gespiegelter Wert in den Zeichen ist 100. 100 ist Kopf, ist der Affe, ist eine Affinität. Dieser Effekt einer Affinität ist die Offenbarung. FF, 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 immer zwei Facetten. Das ist, wenn ich sage, es wird reine Arithmetik. Holofeeling ist kein religiöses oder geistlos Newtonsches oder sonstiges Weltbild. Das Vergängliche ist, dass die Sachen existieren, nur wenn du dran denkst. Und das Ganze ist, dass dieses Gebrechen, da haben wir zuerst einmal den Geber rot gelesen. Der Geber ist der Geburtsgeber. Das ist der Engel Gabriel. Wir können auch Geb lesen. Der Geist wird blau. Dann beginnt das Ganze, wenn was fällt, kriegst du eine Körperbehinderung. Die Körperbehinderung ist Körper, setze mal für Körper ganz einfach Materie. Die Materie behindert dich. Der Glaube, dass du ein materieller Körper bist, hindert dich dran, wirklich in irgendeiner Art und Weise zu erkennen, dass du ewiger Geist bist, ein absolutes Nichts bist. Du leidest an Missbildungen. Miss ist immer die Frau, deine Missbildung. Wisse je in deinem Intivision, die Öffnung deines Intellekts. All ist nichts Bewusstsein. Göttliches Sein und das göttliche Bewusstsein, das hast auch nichts rot gelesen. Und das sind die Visionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt die Visionen. Auftauchender Mom-End ist ein Produkt meiner Schöpfermatrix. Mom bedeutet Fehler, Flecken. End, Umhüllen, Anliegen von Schmuck.
mit 70 gelesen. Eine augenblicklich existierende Öffnung. Du kannst das Ende auch mit 1 lesen, dann heißt es, ich werde auch abschwingen. Jetzt hast du deine Gedankenwelt. Da bin ich zigfach darauf eingegangen. Das ist das Spiel. Und drum ist dieses Mom, ist Mim. Das besteht aus dem blauen Wasser. Das sind deine Gedankenwellen blau. Das Ganze wird dann sehr, sehr vielfältig. Du merkst ein kleines Wort und es platzt im Hintergrund ein riesen Komplex auf. Und ich betone nochmal, es geht mir hier nicht um Filmwisserei, mir geht es zuerst darum, ich erkläre dir, was du bist. Du bist ewiger Geist vor meinem Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und wenn umso mehr du das verstehen lernst, dass das auch nicht diskutierbar ist, das ist hundertprozentig sicher. Es gibt keine Möglichkeit, dass du an dich denkst, ohne dich zu einem vergänglichen Gedanken von dir zu machen, mit dem du dich bis jetzt verwechselt hast. Und das ist die Quelle von Angst, den du versuchst, möglichst lange am Überleben zu halten. Da fällt nämlich das, was wir ich nennen, in eine Vielzahl unterschiedlicher Eindrücke. Schau, jetzt macht er die Handbewegungen. Es ist das, was ich immer mache. Es ist so programmiert. Nochmal. Die Wahrheit unseres Bewusstseins von uns selbst keineswegs unmittelbar erfassbar ist. Vielmehr Bewusstsein ist gar nicht erfassbar. Bewusstsein oder Geist oder Licht siehst du nicht. Auch das physikalische Licht siehst du nicht. Das sind alles logische Konstrukte. Du siehst auch keinen Wind. Ruach kannst du nicht sehen. Es handelt sich offenbar um eine Art von Konstruktion. Denn das, was wir in unserem Bewusstsein vorfinden und das, was wir wahrnehmen, unterscheidet. Reden wir von einer Information. Ich sage jetzt inner Haal, B. Und außer Haal, B. Inner Haal, Haal ist der Gott. Das Nichts in dem Nichts ist eine innere Polarität und eine äußere Polarität. Nochmal, wenn ich es so mache, setzen wir einen Mittelpunkt und dieser Mittelpunkt hat ein Plus- und eine Minushälfte. Jetzt ist aber Haal ist der Punkt selber, aus dem zuerst einmal das hier entspringt von oben nach unten. Das ist ein ausgedachter Mittelpunkt. Und nach unten, das sind die vier, wenn zwei sind, diese zwei brauchen nochmal, die wir uns jetzt ausdenken, genau genommen drei, These, Synthese, Antithese, brauchen jetzt gespiegelt, sobald ich mir das denke, die ja positiv, die ja negativ, nochmal zwei, und das sind die vier Phasen im Einheitskreis. Das ist göttliche Arithmetik. Beidet sich von Moment zu Moment, wenn man genau hinsieht. In Wahrheit zerfällt nämlich das, was wir ich nennen, in eine Vielzahl. Und jetzt macht er hier die Transversale, die er angezeigt hat, schauen hin, macht er jetzt das Thema, dass eine Longitudinale das Überlegte und Raum und Zeit verstreuen. Mhm. Mhm. Die drei Achsendrehungen von der Longitudinalen in die Transversale und dann in die wirkliche Z-Achse, die, egal wo du hinschaust, Z-Achse ist. Müssen wir mal Quantenmechanik genauer anschauen, wie die Quantenbits erklären. Die Figuren in einem Traum haben keine Ahnung. Du bist derjenige, der den Traum erlebt. Den Geist, nur der Geist erlebt den Traum. Nur der träumende Geist erlebt den Traum. Das, was du erlebst, wird niemals irgendein anderer Mensch, der in dir auftaucht, erleben. Darum ist es ja so trügerisch, sobald du dich komplett verlierst in dieser verabrenden Welt, in der sinnlich wahrgenommenen Welt, bist du im höchsten Zustand der Vergessenheit, die vier Stufen der Vergessenheit, tausendfach erklärt. Unterschiedliche Eindrücke. Und man kommt gar nicht drum herum, schreibt Hume, bei dem, was ich dann als Ich bezeichne, über immer neue Wahrnehmungen zu stolpern. Meinst du das Ich, wenn er macht, deutet er sofort auf sich? Du müsstest auf etwas deuten, das nicht denkbar ist. Dein eigentliches Ich ist das Zentrum deines jetzt ausgedachten Kopfes. Habe ich so oft gesagt, dieses absolute Zentrum, wenn ich da drauf hier oben, dann spüre ich, wenn ich die Augen zu was über mir, ich kann da an die Nasenspitze, dann denke ich mich was vor mich hin. Mhm. Der es wahrnimmt, probier das aus, der ist dahinter. Du kannst dir zwei Augen vor dich hindenken und kannst dann die in der Augenhöhle drehen. Du bist dahinter, du stellst dir das vor, dass vor dir die Augen sind. Oder dann außerhalb der Augen, wenn du jetzt den Monitor anschaust, das ist eine Verabrede. Da ist Schluss, hier ist Schluss. Alles, was dann sinnlich weiter ausgedacht wird in der Z-Achse. Das ist wie in dem Spiegeltunnel. Wenn du jetzt nochmal eine Drehung machst und schaust, wo du drauf, stellst du fest, dass der Spiegeltunnel in einem Punkt zusammenfällt. Das ist eine vollkommen neue Physik, eine göttliche Physik. Das alles erklärt, das in keinster Weise im Widerspruch steht zu irgendeinem anderen Weltbild. Ob das ein heliozentrisches, ein geozentrisches, eine Hohlkugelwelt, das ist nur wie der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Ich sehe das von innen, von da, von da, von da. Wahrnehmung der Wärme, der Kälte, des Lichts, Schatten, der Lust, der Unlust und vieles andere mehr. Wörtlich schreibt er, niemals
treffe ich mich ohne eine Perzeption, also Wahrnehmung, an und niemals kann ich etwas anderes beobachten als eine Wahrnehmung. Das ist ganz einfach. Niemals treffe ich mich ohne eine Information an. Und ich kann auch nie irgendetwas anderes beobachten wie eine Information von mir. Gleichgültig, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es ein bewusst gedachter Gedanke ist oder Fantasy. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt an den Udo Becher denkst oder du denkst an ein grünes Maßmännchen oder an den Jesus? Das sind einfach Informationen. Da kommt jetzt übrigens dann ein großer Fehler. Werde ich gleich darauf eingehen. Wenn meine Perzeptionen eine Zeit lang nicht da sind, wie während des tiefen Schlafs. Das ist jetzt schon ein Konstrukt. Das ist übrigens, wir haben zwei große Denker. Das ist einmal hier, der Descartes, der sagt, ich denke, also bin ich cogito ergo sum. Und wir haben den Bischof Berkeley, dem uns jetzt denken, der soll ja auf den Schwamm immer drauf sein, wenn du nachschaust. Das ist dieses Existenzprinzip. Sein in Form blau gelesen, existieren heißt wahrgenommen werden. Das ist die Perzeption. Alles, was existiert als Information, was du wahrnehmen kannst, existiere, heraustreten, aus auftauchen, kommt aus dir selber, wenn du ein träumender Geist bist. Und es fällt mit dem nächsten Gedanken wieder in dich rein, das ist diese Bewegung. Das steht dir alles. Ich sage, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber jetzt kommt ein Problem, wenn meine Wahrnehmung eine Zeit lang nicht da sind. Das ist etwas, was er jetzt denkt. Es ist so unheimlich logisch, dass du sagst, du wirst wach als Brösel, du streckst dich, in dem Moment bist du dieser Körper, du gehst und sagst, wo habe ich jetzt heute doll geschlafen? 5 Stunden wie ein Stein. Ein logisches Konstrukt. Da kommt jetzt der Fehler in dieser Aussage. Wenn keine Wahrnehmungen eine Zeit lang, das ist schon das Problem, wie definierst du Zeit? Das ist chronologisches Denken. Nicht das hin, wie während eines tiefen Schlafs. Was passiert, wenn du 5 Stunden schläfst, ohne zu träumen? Es passiert Folgendes. Ich denke jetzt, ich schlafe 5 Stunden ohne zu träumen. Während ich das denke, denke ich an was. Die Vorstellung, die diese Worte auslösen in mir, ist ein jetzt gedachter Gedanke an eine Vergangenheit, dass ich als Brüssel im Bett liege und nicht geträumt habe 5 Stunden. Ja. Aber das denke ich jetzt. Ja. Den Zustand selber kann ich gar nicht wahrnehmen. Ja. Das ist das Beispiel, mein 22 Uhr und 8 Uhr Beispiel. Ich erkläre es nochmal kurz für welche, die nicht intensive Offenbarungen studieren. Wir reden jetzt von Brösel zu Brösel. Du denkst dir als Brösel mit deiner jetzigen Basic-Logik, du gehst ins Bett. Du bist müde, du hast einen wunderschönen Tag erlebt, bist total schlagmüde. Du legst dich ins Bett, du schaust noch auf den Wecker, du siehst auf deine VR-Brille sinnlich wahrgenommen die Information 22 Uhr, du machst die Augen zu und schläfst jetzt in deiner normalen Logik schlagartig vollkommen ein und du fängst zum Schlafen an, ohne zu träumen. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Du wirst wach. Was passiert, wenn du wach wirst? Ich sage, in dem Moment, wo du wach wirst, weißt du noch nicht einmal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du dann die Augen aufmachst. Du kriegst das Gefühl, ich bin wach. Das heißt, du denkst an deinen Körper, an das Bett, wo du drin liegst, mit geschlossenen Augen. Du öffnest die Augen und dein erster Blick, sinnlich wahrgenommen, wenn sich deine VR-Brille einschaltet, ist wieder der Wecker und da ist 8 Uhr drauf. Und jetzt denkst du, oh Gott, heute habe ich geschlafen wie ein Stein. Von 22 Uhr bis 8 Uhr. 10 Stunden. Ohne zu träumen. Wenn du im Jetzt bist, passiert was Eigenartiges, du hast gleichzeitig 2 Bilder. In dem Moment, wo du auf den Wecker schaust und auf deiner VR-Brille ist der Wecker mit 8 Uhr sinnlich wahrgenommen, denkst du im selben Moment an den Wecker um 22 Uhr, der feinstofflich in dir drin ist. Du hast 2 Bilder im selben Moment in dir auf der VR-Brille, hast du einen sinnlich wahrgenommenen Wecker mit 8 Uhr und feinstofflich hast du den Gedanken an den Wecker 22 Uhr. Die werden beide gleichzeitig gedacht und dein Programm im Hintergrund, von dem du noch gar keine Ahnung hast, rechnet jetzt die 22 Uhr um die 8 Uhr und dann kommt der Gedanke, oh, ich habe halt 10 Stunden geschlafen, ohne zu träumen. Aber die 10 Stunden haben überhaupt nicht existiert. Weil was existiert, existiert immer jetzt. Es ist eine reine Berechnung deiner KI. Und diese KI in dir, die künstliche Intelligenz in dir, die zeugt
die erzeugt jetzt, das ist das hebräische Wort Kali, die erzeugt jetzt in dir, na, ihr seid noch dran, oder? Ja. Gut, jetzt ist er da. Die zeugt in dir ein Brandmal, einen Polarrand. Das sind deine Gedankenwellen. Und dieser polare Rand ist MA, der ist von Gott, vom Nichts, der entspringt aus dem Nichts. Und dieser polare Rand ist eine Wunde, du wirst auseinandergerissen, und zwar in Form eines Traumas. Trauma einer Traumschöpfung, das ist das griechische Wort für Wunde. Und das Ganze ist BR, wiederum auf Hebräisch heißt das Äußere. AND ist ein Auf, ich werde auf- und abschwingen. Diese existierende Öffnung ist ein Auf- und Abschwingen von nichts, von Gott. Mhm. Da steht doch alles da. Mhm. Im All, das ist es mal. Ihr braucht heute ein bisschen von Gott. Vom Gott, dem geistigen Nichts. Eignis durch das ein Organismus durch eine mechanische, mech heißt Gehirn, ani ist dein blaues Ich, dein körperliches Ich. Schöpferische Existenz deines Intellekts, blaues, großes, kleines Ich, mit Gewalteinwirkung, Verhetzung, Vergiftung und so weiter, schwere Erschütterung, Trauma, die Wunde schlau. Da könnte ich jetzt jedes Wort, könnte ich dir auffächern. Du merkst, ein kleiner Satz genauer angeschaut. Wenn meine Wahrnehmung eine Zeit lang nicht da sind, Sinusöffnungen, ND hast übrigens raumzeitlich Elektrozeugen, die existieren, Öffnungen ist entgehen, AND oder ND ist ein Auf- und Abschwingen blau gelesen. Wie während eines tiefen Schlafes. Wir denken uns jetzt an einen Menschen, der tief schläft und nicht träumt. Aber ist der nicht ein Gedanke von dem, der sich das ausdenkt? Erlebt es der Mensch, den wir uns jetzt ausdenken? Menschen, die du dir ausdenkst, erleben überhaupt nichts. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das sind diese einfachen Sätze. Da gibt es auch nichts zu spüren. Wenn du Zahnschmerzen hast, der Zahn hat keine Schmerzen. Wenn du dich am Bein anstößt, das Bein spürt es nicht. Und wenn du Kreuzschmerzen hast, dein Kreuz kriegt es gar nicht mit. Und wenn du Kopfschmerzen hast, der das mit dir erlebt, ist der Kopf, den du dir ausdenkst. Du erlebst den Traum. Nur Geist erlebt den Traum, kein anderer. So gar nicht irgendwas Existierendes. So bin ich ebenso lang meiner selbst unbewusst. Du bist immer deiner Welt unbewusst, deiner selbst. Selbst jetzt bist du deiner selbst unbewusst, weil du in deinem tiefsten Inneren noch fest davon überzeugt bist, du bist der Affe, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Der Affe und die Augen sind nichts und das Gehirn, das du dir jetzt denkst, kriegt nichts mit. Du kriegst es mit. Du bist was ganz was anderes. Bei Holofilm erkläre ich dir, was du bist und was deine Gedanken sind. So bin ich ebenso lang meiner selbst unbewusst. Interessant. Es ist übrigens interessant, was ich sage, du wirst feststellen, dass ich dir beweise, hundertprozentig sicher beweise, dass alles, was gezeigt wird, was auftaucht, stimmt und wichtig ist und richtig ist, aber auch extrem verkehrt und einseitig ausgelegt wird. Allen voran von den Fachleuten deiner Welt, die du dir ausdenkst. Und die sind nicht schuld. Gleichgültig, ob du dir jetzt an Menschen denkst, den du bewunderst, oder ob du dir an den Menschen ausdenkst, den du abgrundtief die hast oder verwirfst oder als Idioten titulierst. Diese Menschen werden von dir jetzt erschaffen und die werden so sein, wie sie von dir gedacht wird. Jeder Einzelne. Selbst du, wenn du an dich denkst. Wie denkst du dich qualitativ? Als hochwertigen Menschen, als gescheiten Menschen, als wissenden Menschen? Offensichtlich schon, weil sonst wird es nicht mit vielen über Meinungen streiten. Die streiten um einseitige Standpunkte sind sowieso bloß Gedanken. Die haben vom Geist und der Wirklichkeit und den ewigen Leben keine Ahnung und die werden das auch nie erleben. Übrigens, dass Hume tatsächlich lange vor Freud diesen Begriff hier verwendet. Jedenfalls hätte man... Merkst du, das ist ein reines Zitieren von Schwammenhardt. Das ist im letzten Selbstgespräch, weiß ich darauf hin, wenn du Corona-Zahlen kriegst, ob das giftig ist, ob das nicht giftig ist, ob es jetzt hier eine Klimalüge gibt. Ich sage, es gibt nicht auf der Erdkugel, wenn du nicht dran denkst. Das ist ein vorläufiges. Die Erdkugel ist genauso eine Lüge wie die Scheibe. Du hast jetzt bloß wieder Wissenschaftler, die verhindern wollen, das zu erkennen. So wie die Wissenschaftler zu Galileis Zeiten versucht haben, Galilei mundtot zu machen.
das ist das, was ich sage, etablierte Wissenschaft ist immer Wissensverhinderer und Verzögerer Quantensprünge gewesen. Seit Menschengedenken, ich sage in deinen Büchern tausende von Beispielen, ist Nähen für die extrem lehrreichste. Um ein Recht zu sagen, dass das Ich im Schlaf nicht oder zumindest auf eine ganz andere Art und Weise existiert. Dass ich immer ein Ich, das existiert oder nicht existiert. Wer denkt sich das aus? Dann kannst du ich. Wer denkt sich dieses Ich aus? Ich gehe immer wieder darauf ein, die wissen nichts von dem roten Bereich, auch wenn sie darüber reden. Figuren in deinem Traum zeigen dir offensichtlich ihre Geistlosigkeit. Schon wenn sie zum Streiten anfangen, über Politiker und so müssen wir gar nicht reden. Oder über Ärzte, die meinen, die können in irgendeiner Form ein sterbliches Säugetier einen Körper möglichst lang am Leben erhalten. Vom Säugling bis zum Greis, da gibt es nichts zu retten. Weiter schreibt er wörtlich, und wenn meine Perzeption mit dem Tod aufhört und ich nach der Auflösung meines Körpers weder denken noch fühlen noch sehen, weder lieben noch hassen könnte, so würde ich vollkommen vernichtet sein. Was ist das alles Worte? Mit Vorstellungen, wer denkt sich die Worte aus? Was ist das, dass diese Worte erlebt? Ja. Es ist ein absolutes Nichts. Das ist das Einzige, was Existierendes erlebt sowieso nichts. Er geht hier davon aus, dass er was, während er noch einen Körper hat, was erleben kann. Dein Körper ist deine Traumwelt. Du erlebst immer deine Traumwelt. Aber der, der das erlebt, der jetzt von uns ausgedachte träumende Geist, ist ja auch wieder bloß ein Gedanke. Das ist diese Gedankenwelt, die denkt und ausgedacht ist. Träumender Geist und Traumwelt. Aber die beiden Thesen, Antithese ergeben eine Synthese. Und diese Synthese ist der Geist. Aber der ist jetzt wieder was Ausgedachtes. Und da haben wir diese schöne Stufung der Ichs. Das ist die Hegel, HGL, die Welle. Das ist diese Triadenlehre von Hegel. Dass diese ausgedachte These zwangsläufig wieder eine Antithese hat. Da fange ich jetzt nicht nochmal an. Ich bin ganz leicht darauf eingegangen, dass ich immer wieder sage, wer denkt sich den Körper aus dem Menschen, wer denkt sich der Mensch aus irgendeinem Geist und wer denkt sich den Geist aus irgendeinem Bewusstsein und wer denkt sich dieses Bewusstsein aus? Und jetzt kommst du in einen Bereich des Nichts, weil immer einer davor, im Meer einer davor steht. Das bin ich, UB. Ich stehe vor dem Bücherregal und vor mir selbst in der Vergessenheit, wenn ich gerade in einem Leben, in einem Buch drin stehe. Wirklich zeichnen als ich ist also eine Art von Bündel sehr unterschiedlicher Perzeptionen, Wahrnehmungen, die einander mit großer Schnelligkeit folgen. Das ist das Problem, nicht im Geros. Der Geist ist Ros, ist Jesus und das ist ER-Quadrat. Und sobald du dieses ER-Quadrat bist, die große Schnelligkeit ist Lichtgeschwindigkeit. Du denkst mit Lichtgeschwindigkeit. Was heißt, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, dass alles, was du denkst, hier ist, jetzt ist und aus unendlich viel Masse entsteht. Masse ist Asse, denken, Masse, Esse, habe ich gerade kurz angesprochen. Und das Ganze in einen ständigen Fluss sind, aber der Fluss ist nicht von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern von unten in einer Transversal in einen ständigen Austausch mit Lichtgeschwindigkeit, weil jeden Gedanken, den du denkst, der taucht jetzt in dir auf und zerstört im selben Moment den bestehenden Gedanken, die du aber im Einheitskreis gleichzeitig betrachten kannst. Das war das mit 22 Uhr und 8 Uhr. Ich habe jetzt auf der Vorabrille oder denke mir jetzt 8 Uhr und denke im selben Moment 22 Uhr. Ich kann, was ich denke, nur jetzt denken. Und reißt es jetzt chronologisch auseinander und ich sage, ich habe 10 Stunden geschlafen, ohne zu träumen. Das denke ich aber auch jetzt, weil ja nur Informationen da sind, die ich denke. Ein nicht-gedachter Gedanke ist auch keine Information. Ich brauche eine Gedankenwelt, ich brauche einen Unterschied. Und ständig im Fluss sind. Was ich wahrnehme, sind Wahrnehmungen. Ohne Anfang und Ende. Das Spiel hat nie begonnen und wird nie enden. Der Psychologe und Philosoph William James nannte das später dann den Stream of Consciousness, also den Fluss des Bewusstseins. Was also zur Bildung eines... Jetzt hast du schon, jetzt haben wir die Longitudinale. Das ist das Spiel, wo ich sage, du musst die in die Vertikale bzw. Transversale, nenne ich das lieber. Führt die Bildung einer Vorstellung von Identität oder Sinn mit all dieser veränderlichen Erfahrungen. Die veränderlichen Erfahrungen sind nicht veränderlich auf der Datei. Alles, was prinzipiell auftauchen kann, dein blaues Ich ist ein Konstrukt während dem Interpretationsprogramm. Du konstruierst alles, was du denkst, was auf dem Programm, auf dem Schwamminhalt drin ist, kannst, was du prinzipiell denken kannst, mit deinem jetzigen Intellekt, ist
im Arbeitsspeicher alles gleichzeitig, wie eine Filmdatei oder eine Videospieldatei. Und was auftaucht, sind Facetten aus dieser Datei, die zur Darstellung gebracht werden in Form einer Generation, die mit Lichtgeschwindigkeit abläuft. Sind einzelne Facetten, die eigentlich aus der Datei gar nicht herausgenommen werden. Die Bilder werden aus der Datei nicht herausgenommen, wenn sie auf dem Bildschirm auftauchen. Und das wiederum ist ein Riesenarrangement auf dem Bildschirm von Pixeln, von Facetten. Da bewegt sich auch nichts von A nach B. Der Finger bewegt sich nicht, wenn du den jetzt umschaust, wirft es auch nicht. Du siehst ja auch keine Menschen, wenn du auf der Monitor schaust. Und wenn seine Hände jetzt das weiterlaufen, das bewegt sich auch nicht. Reproduktion, Reproduktion heißt rausrollen, hineinrollen. Da hier Volumen. Das ist dieses Rollen. Mhm. Und das Volumen hat nichts mit einem Raum zu tun, weil sich das nur in einem aller einzigen Punkt abspielt, im Zentrum der Camera Obscura. Mhm. Das ist das innerhalb und außerhalb, intern, extern, und das Eltern ist eigentlich nur ein Punkt. Das kann man nicht wieder spiegeln. Das Ich ist eine Vorstellung, die durchaus verschieden zueinander in Beziehung und Verhältnis setzt, ähnlich wie wir sehr verschieden aussehende Sitzteile mit vier Beinen unter den... Es sind verschiedene Ichs. Der Marco, der Peter, rot-blau ist der Udo. Der weiß, was Sache ist. Ja. Das ist übrigens rot ist die Rückseite der Rücken und blau ist das, wo du dann drauf sitzt. Das ist die Welt, auf der du rumläufst als Brüssel. Ja. Begriff Stuhl zusammenfassen. Das ist der heilige Stuhl, der auf dem Thron sitzt und um ihn herum 24 Lichter. Der sich von dem sehr ähnlichen Tisch, auf dem man normalerweise... Tisch. Ich. Das Bestehende, sprich das Existierende eigentlich, das Dasein, immer jetzt blau gelesen, das Vorhandensein, es existiert, es gibt, es ist vorhanden, es kommt. Alles, was existiert, existiert nur für einen kleinen Moment. Und das, was für einen kleinen Moment in dir auftaucht, dieses Existierende, ist gespiegelt, ein Geschenk. Du kriegst diesen Gedanken von mir geschenkt, wenn du ein Traum hast. Und ich lasse dich da mitmischen mit deinen Reaktionen. Du bist der Protagonist, du hast den Joystick in der Hand. Das ist ganz einfach. Und jetzt kriegst du hier einen Bock. Das ist Tisch. Wieso hast du das Bock? Und es würde jetzt wieder zu weit führen, dass du merkst, im ersten Moment macht es hier überhaupt keinen Sinn. Genau genommen ein Ziegenbock. Aber das, wenn du wieder hebraisierst, wirst du feststellen, dass es doch einen Sinn macht. Ich soll bloß diesen da anschauen. Kann alles immer positiv 16 sein. Unterscheidet, obwohl auch viel war. Auf diese Weise unterscheidet sich auch unser Ich von den anderen Wahrnehmungen, von den Wahrnehmungen nämlich, die das Ich macht, weil es als Einheit vorgestellt den gesamten Fluss der Wahrnehmung umfasst. Aber der redet jetzt immer nur von einem Ich. Und es ist so Sünde mit unseren roten vier Ich. Wenn ich Ich sage, wir müssen zuerst lernen, was denkst du, wenn du Ich sagst? Denkst du an deinen Körper, denkst du an dich als Mensch oder denkst du an dich als der Geist, der sich jetzt in der Rolle eines Menschen befindet? Ja. Wir sind einmal, kleines blaues Ich ist der Körper, großes blaues Ich ist dein Intellekt, dein persönliches Programm, mit dem du praktisch Welt aufbaust, rotes Ich ist die Lampe im Projektor, das ist der träumende Geist oder der Computer selber. Und da dir jetzt auch was ausgedacht ist, jetzt komme ich ins Spiel als JCH und ich sage, ich bin du. Ich bin du, bloß dass ich nicht deine Rolle spiele, sondern das Kino bin. B. Roche, inmitten dieses Kopfes wird hin und her schauen, was über meinem Kopf steht. Ich könnte sagen, das Ich ist der Frame, in dem alles erscheint und zur Einheit gebracht wird. Das, aber ist, das Ich ist das blaue Ich jetzt. Das blaue Ich ist zuerst einmal das Programm, in dem alles zu einer Einheit gebracht wird. Es ist ein Programm, eine Kollektion von Möglichkeiten, die auftauchen können auf dem Bildschirm. Und es ist das rote Ich. Das ist rotes und blaues. Ich denke an den Schulrock. Wunderbar zusammen. Das ist der Leser mit seinem blauen Ich, mit dem Buch, das er dann in 5% ins Kopf erlebt, was eigentlich der Kopf ist von dem, der vom Bücherregal steht, weil der muss alle Bücher lesen. Darf alle Bücher lesen. Boom, geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er sagt,
dass wir in gewisser Weise auch die dauernde Existenz der Gegenstände mittels durch uns Sinneswahrnehmung erdichten bzw. erfinden. Wir erfinden die dauernde Existenz. Du denkst jetzt an eine Leitung in Paris oder eine Irrkunde und du glaubst, sie ist auch dann daraus, wenn du nicht dran denkst. Sie existiert nur in dem Moment, wo sich und jetzt gedacht wird oder sinnlich wahrgenommen wird, diese Dinge. Und dann sind sie wieder weg. Das Dauerhafte, das Ewigkeit ist zwar da, rot gelesen ist auf dem Arbeitsspeicher, aber das ist rot gelesen. Diese roten, nicht denkbaren, entspringen dann diese Einzelbilder, die immer nur für den Moment da sind, im Jetzt. Die Qualität ist ziemlich schlecht von deinem Sprechen. Das hakt immer ein bisschen ab. Kann man ja, da muss man das sagen, weil ich es ja nicht mitkriege. Ist jetzt wieder gut? Ja. Im Augenblick, ja. Dann gleich sagen, wenn was ist. Ja. Also, wiederholt es nochmal, diese kleine Knie, wo ich jetzt gesagt habe. Es geht wieder los. Ja. Fängt wieder an. Was geht los? Es ist immer so in Wellen, ist wieder klar, dann wird es wieder unklar, wieder klar und unklar. Ist vom Sprechen aus? Ja, und was heißt das, dass wir eine schlechte Verbindung haben zwischen oben und unten? Okay. Ihr seid an den Oberwellen ganz oben und ich bin relativ tief unten. Im Abyssus. Okay. Aber das auch, wenn es nicht verständlich ist, weil sonst rede ich ins Leere. Müsst ihr euch rühren. Man konnte alles verstehen, nur man musste genau hinhören. Also es ist mit Aufmerksamkeit alles verständlich gewesen. Ist es besser? Geht es wieder? Ja, jein. Ein bisschen schmiert es noch. Weil sonst lassen wir das, weil wenn die Verbindung schlecht ist, das ist eben, die Verbindung ist schlecht zu deinem eigenen höheren Selbst. Das ist hier gerade die Kleinigkeiten, diese Stellen sind so unendlich tief, wenn man richtig versteht. Es wird alles angesprochen. Wie sieht es aus mit der Aufnahme vom Ton? Kommt der gut an? Das ist gleichbleibend. Das bleibt gleich. Man kann es verstehen, nur man muss sich konzentrieren dabei. Das ich mache, weil es als Einheit vorgestellt den gesamten Fluss der Wahrnehmung umfasst. Als Einheit vorgestellt, das ist die Datei im Arbeitsspeicher, den ganzen Fluss der Wahrnehmungen umfasst. Aber wie gesagt, der Fluss fließt nicht von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern das taucht immer her. Ich könnte sagen, das Ich ist der Frame, in dem alles erscheint. Das ist jetzt ein Rahmen. Ich könnte jetzt sagen, jetzt auf deinen feinstofflichen Monitor. Das ist jetzt ein blauer Rahmen oder wir sagen dann den Rahmen, die Datei, die rote Datei im Arbeitsspeicher, wo alles gleichzeitig ist. Gebracht wird. Aber Hume geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er sagt, dass wir in gewisser Weise auch die dauernde Existenz der Gegenstände vermittelt durch unsere Sinneswahrnehmung erdichten bzw. erfinden, um auf diese Weise die Unterbrechung unserer Sinneswahrnehmung, die zwangsläufig erfolgen muss, zu beseitigen. Wie beim alten Film. Pro Sekunde 24 Frames. Also das ist extrem trügerisch, weil man meint, das sind die ganzen Bilder sind da außen und wir rastern die in einer chronologischen Reihenfolge ab und du musst es wirklich um 90 Grad drehen und du musst es in die Transversale schieben. Mhm. Das ist das, was ich immer wieder erzähle. Es taucht hier jedes Bild taucht jetzt auf und genau genommen passiert es wirklich digital. Ich mache das, weil man das Kreisen, das Bild. Es wird eine einzige Facette aus diesem Arbeitsspeicher heraus, ohne dass die Bilder herausgenommen werden. Das ist ein reiner Rechenvorgang. Das ist die Grundlage für ein vollkommen neues Weltbild. Das ist ein Quantensprung. Ja. Und wenn die genau in der richtigen Zeit... Schau, du hast jetzt den Eindruck, dass das von links kommt und nach rechts fließt. Das ist ein Blödsinn, weil da bewegt sich nichts. Es sind statische Dinge, das ist eine Illusion. Du hast jetzt eine Illusion eines Menschenkörpers vor dir, du hast eine Illusion von Bewegung vor dir. Das sind alles Illusionen. Ja. Weil das, was da ist, ist ein Monitor mit absolut statischen roten, grünen und blauen Lämpchen. Da ist nicht einmal weiß existierend. Nehmen wir die Lücke zwischen den einzelnen Bildern nicht mehr wahr und empfinden alles als eine einzige ununterbrochene Bewegung. Das ist die Bewegung, die man mit den Händen macht. Und das Ununterbrochene, das ist nicht richtig. Es gibt in der Wirklichkeit, das Licht ist gequantelt. Das heißt, es sind ja die Visionen. Ja.
Es sind rein arithmetische Berechnungen. Und in der reinen Arithmetik, wenn du Funktionsgleichungen machst, Infinitesimalrechnungen, werden immer Punkte gesetzt. Das dazwischen wird errechnet. Das Errechnete bleibt aber trotzdem digital. Die Illusion ist ein sogenannter kontinuierlicher Fluss. Von A nach B, eine kontinuierliche Bewegung gibt es in einer Digitalität nicht. Und deine Welt ist eine Matrix, es ist vom Mechchef ein Computerprogramm, das rein digitalisiert mit Infinitesimalrechnungen in einem Nichts entstehen. Ich weiß, dass das jetzt sehr schwer zu verstehen ist. Die Ursache ist nicht, dass man es nicht prinzipiell verstehen können, sondern dein Basic-Programm ist nicht in der Lage, das zu fassen. Du brauchst ein neues Begriffssystem, das ist homophilie. Und dann wird es unendlich einfach und logisch. Und kleine Kinder, existiert die Welt nicht mehr, wenn sie sich die Hände vor die Augen halten? Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Für kleine Kinder existiert die Welt nicht mehr, wenn sie sich vor die Augen halten. Ja. Wahrlich, Nikodemus, ich sage dir, ehe du nicht zum zweiten Mal neu geboren wirst, wirst du mein Reich, mein Himmelreich nicht betreten. Aber Meister, ich kann doch nicht wieder zurückkriegen in die Matrix, in den Leib meiner Mutter. Da bist du zurzeit noch drin. Du bist in einer Matrix. Du bist momentan noch eine Figur, die aus einem Computerprogramm generiert wird, ein Videospiel, das du Geist selbst spielst und dich mit dem Gedanken, mit dieser Figur, mit diesen Tierchen, mit diesen Affen verwechselst. Kinder glauben, sie könnten die Wirklichkeit buchstäblich abstellen. Diese Aussage war jetzt definitiv der pure Materialismus. Kinder glauben, sie könnten die Welt außen abstellen, wenn sie die Augen machen. So, in dem Moment, wo du die Augen machst, fällt deine sinnlich wahrgenommene optische Information im wahrsten Sinne in ein schwarzes Loch. Wobei selbst dieses Schwarz, das du dann siehst bei geschlossenen Augen, normal gesprochen, immer noch eine sinnliche Wahrnehmung ist. Mhm. Mhm. Das ist es. Kinder glauben das Richtige. Die Erwachsenen sind. Wir müssen alles auf den Tisch stellen. Wenn die nicht wieder die Kinder, die unbedarft sind, die noch nicht zugemützt sind mit Dogmen, die sehen noch das, was ist, nämlich das, was sie jetzt denken oder was sie anschauen. Bis man sie dann in kürzester Zeit natürlich vor den Fernseher hinsetzt und programmiert, dass sie kleine Konsummaschinen werden. Und das ist leider, Stichwort Klimakrise, nicht nur bei Kindern so. Das Klimakrise ist ein absoluter Blödsinn. Das ist genauso gemacht, das ist geistlos nachgedachtes Wissen. Ich halte jetzt nochmal das wieder zurück, dass ich euch sehe. Mhm. Ich hoffe, das war soweit gut. Hat man es einigermaßen verstanden? Ist jetzt wieder gut? Jetzt ist okay. Mhm. Ja. Man konnte alles verstehen, Udo. Ja. Man musste nur genau hinhören. Das schadet nicht. Ja. Das denke ich. Das schadet überhaupt nicht. Jetzt kann man das alles verkehrt gelaufen oder nicht verkehrt gelaufen, das ist nie was verkehrt. Das ist, du kannst nur deine Interpretationen also interpretieren, wahrscheinlich keine Information. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Ich wollte dir bloß ein bisschen vor Augen führen, was angeblich, wenn du angelesenes Wissen hast von Philosophen, was die behaupten und was dann doch noch extrem fehlerhaft ist. Mhm. Im letzten Selbstgespräch habe ich darauf hingewiesen, dass jetzt von uns ausgedacht zu diesen Zeiten jeder dieser Philosophen einen anderen, auch großen Philosophen hatte, der andere Perspektiven wahrgenommen hat in seiner Logik und man sieht vor, dass das nicht stimmt. Jeder wirft seine eigene Fehlerhaftigkeit den anderen vor. Wie hast du das zu verstehen? Das ist das Prinzip der streitenden Menschen. Wieso willst du bloß eine Wahrheit haben? Ja. Das symbolisiert das Klassenbeispiel. Der eine erkennt, ja, Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Der eine sagt, das ist ein Pech, das hat keinen Henkel und der andere sagt, das hat doch einen Henkel. Und dann fangen die zum Streiten an. Zum Beispiel jetzt, wenn wir das zusammennehmen, wenn wir aufeinander getroffen wären, rein von der Ideologie, K und Hume. Descartes ist extrem fehlerhaft. Das kartesische Weltbild ist übrigens eine große Grundlage, aber dann doch wieder extrem tief mit den kartesischen Sichtweisen des XYZ-Achsenkreuzes. Mhm. Und das sind so viele Fehler, wenn ich sage, jetzt hassen wir wieder Unschärfereaktion. Da ist überall ein Quäntchen Wahrheit drin. Du kannst entweder nur den Ort genau definieren, den Bus, eine Zeitspanne. Das eine und das andere ist aber wie
Spiegelbild und Spiegelung, die können untrennbar zusammen. Die Raumzeit hat keiner verstanden. Ich sage jetzt, ob du dir 500 Kilometer woanders was hindenkst oder 500 Jahre in die Vergangenheit denkst. Es ist eine Entfernung. Mhm. Betonung liegt auf der Fußsohle. Mhm. Eine räumliche und zeitliche Entfernung aus dem Hier und Jetzt. Mhm. Obwohl das Hier und Jetzt ist und Hier und Jetzt gedacht wird. Denkst du es dir so räumlich und zeitlich woanders hin und bist felsenfest davon überzeugt, dass das dort räumlich, meinetwegen jetzt ist oder mal in der Vergangenheit passiert ist, dort war. Es war weder was in der Vergangenheit, noch ist jetzt irgendwo was anders. Wenn was existiert, existiert es hier und jetzt als Information in deinem Kopf. Und wenn es da nicht ist, dann existiert es gar nicht, es ist aber immer noch da. Jetzt haben wir das Rote da und das Blaue da. Ja, ja. Eben. Und das ist das Spiel mit dem geöffneten Augenblick. Mit der geöffneten Schöpfung und mit dem geschlossenen Augenblick. Und die kannst du jetzt einfach in Rot-Blau lesen, hast du einmal eine geschlossene Quelle, wenn wir es mit 70 schreiben. Mhm. Oder eine geöffnete Quelle. Mhm. Oder einen geöffneten Augenblick. Das ist Wissen. Mhm. Und das ist dann die Weisheit. Das ist das. Es zerbricht in vielen verschiedenen Körper. Das ist immer der Meinung, wenn die Vorsprache bewusst wird, wieso das Deutsch ist mit dem Brandmal, wieso dann die ganzen anderen Sprachen des Traumas sich da innen hineinwipft, aber die Grundbasis in einem jetzigen Betriebssystem ist Deutsch-Ivri mit dem Hebraisieren. Was nicht heißt, dass das besser oder schlechter ist. Ich verweise wieder auf mein Kabelstecker-Beispiel. Im Auto, ob du den Motor rausbaust oder ein Systemelement Kabelzieher abziehst, das Auto ist als Automobile, als Selbstbeweger nicht mehr funktionsfähig. Also kannst du nicht behaupten, dass zum Autofahren der ganze Motor wichtiger ist wie der kleine Kabelstecker. Mhm. Und jetzt haben wir in dem Kabel haben wir natürlich schon den Abel mit drin stecken, mhm. Im Hebräischen den Hebel. Mhm. Das ist die Nichtigkeit. Aber auch Heiligkeit. Es ist nicht die Heiligkeit, löst in dir wieder was aus, beginnt aber mit einem, mit dem Schöpfergott. Ja. Es ist diese extreme einseitige Auslegung, dass du hier Worte ganz klar nur negativ definierst oder nur positiv definierst. Mhm. Ohne das Nichts gibt es kein Etwas. Was ist Geistheitsding und das Nichts? Ohne den reinen Geist gibt es keinen Traum. Aber was ist der reine Geist, wenn er nicht träumt? Das ist ein absolutes Nichts. Ja. Aber wenn er zum Träumen anfängt, wird er zu einem Nichts, das was er lebt. Ja. Und zwar ewig, ohne Anfang und Ende und ohne die Angst, dass es zerstört werden könnte. Zerstört können nur Existenzen werden. Alles, was existiert, ist nicht für die Ewigkeit. Mhm. Darum ist der Metim, die Menschen Metim, MT, Gestalt gewordene Erscheinungen im des Meeres. Lass die Toten ihre Toten begraben. MT ist tot. T-O-T. Mom, Gestaltwerdung im Kreis. Mhm. Off ist Ausschalten. Das Kreisen von zwei Facetten. Aff, Affinitäten, Affen. Das ist das Spiel. Ja. Dann geht es aus der träumende Geist, der Adam, gegen den Körper. Gedenker und ausgedacht. Das Neckel. Unnötig lang. Das Loch. Wiederum hebraisiert die Lebensfrische. Die Tafel, die zwei Gesetzestafeln. Das ist deine Verabredung. Ich setze dir deine eigenen Gesetze vor dich hin. Dein eigenes Du bist der Richter über alles und jeden. Aber jetzt haben wir natürlich dieses Rich wiederum steckt der Zug mit drin. Ein berechnetes Ich. Mhm. Aber auch im Licht. Nietzsche. Oder ich alleine, ganz interessant, wenn du das nachschaust, dann kannst du das Chede auch statt ein DAF eine 9 setzen, dann hast du die Spiegelung. Sollten wir uns fast einmal schnell anschauen. Schau, wenn wir jetzt hier zuerst einmal das Chede hin, das klassische Chede, braucht die ganze Zeit.
Der Ton ist gut, oder? Teils, teils, ja. Geht so. Furcht und Schrecken. Erschrecken, erschrocken, Schreck, erfüllt, zerbrochen. ZR auf Hebräisch ist zu Form werden. Der ist das Äußere. Das ist immer eine kollektive Erscheinung. Wenn ich jetzt ein I davor mache, ist übrigens ein Imperfekt. Diese Imperfekt heißt, er oder ist, wird, kann, soll, darf. Schau, er ist am Ende. Er ist geschlagen, verzweifelt, verwirrt, entmutigt, erschrocken. Er wird erschreckt. Das ist immer meine Ecken. Ich nehme eine Ecke und strecke eine Ecke. Er wird hinabsinken. Was hast du? Dann gehst du beim Jordan. Ja. Das ist dieser Jordan, IRD. Das ist auch die IRD, ist auch irdisch. Du bist irdisch. Oft habe ich das erzählt, wenn du über den Jordan gehst, steigst du hinab in die Traumwelt. Und dann wirst du irdisch. Und das ist ja auch, der ist über den Jordan gegangen, sagt man, der ist tot. Das nennen wir übrigens dann auch, der ist verschieden. Wieso ist er verschieden? Weil der Udo wie anders ist wie der Bede oder wie Jane oder wie Manfred oder wie auch immer. Das ist, du wirst verschieden, weil du einer von vielen Toten wirst. Von so vielen Toten, du hast so viele, es sind wirklich so viele Figuren in deinem Kopf, wo du sagst, die bin ich und die anderen bin ich nicht. Dann bist du über den Jordan gegangen. Dann bist du einer dieser Toten, die ihre eigenen Toten da begraben. Du bist Ich, haben wir gerade schon gehabt. Du bist hinabgestiegen in dieses Ich, in die Welt der Gestaltwerdungen. Hinabgestiegen in die Welt einer Traumwelt. Da haben wir übrigens dann das Nichts. Plus eins, minus eins. 418. Das ist ein geöffnetes Ich oder 400 ein erscheinendes Ich. Natürlich rot oder blau gelesen. Wir können dieses Chat-D natürlich auch mit einer neuen lesen hin. Das sind ja die zwei T-Laute, wo wir haben. Was lässt du überlassen? Das heißt, du gehst jetzt in die Verfüllung, in die Versäumnis. Das sind kollektive Spiegelungen. Kollektive Spiegelungen entspringen aus deinem Kollektivwissen. Dieses Kollektivwissen, das du geistlos nachhilfst. Das ist natürlich auch wieder in Kollektionen eingeteilt. Ein kollektives Christentum zum Beispiel zerspringt, sagst du mal, in Protestanten, Katholiken, Zeugen Jehovas und so weiter. Dasselbe passiert mit die große Kollektion der Moslems, zerspringt auch in unendlich viele Einzelteile. Und dann gehen die Streitereien schon wieder los. Das ist die Sünde. Und dann haben wir natürlich dieses Licht. Wir waren beim Licht. Das Li alleine heißt ja hier mir. Eigentlich für mich, zu mir. Von mir, mit, für, gegen, bei, über mir, an mir, für mich. Das ist ironisch. Ich habe, ich hatte, ich besitze, ich besaß, mir gehörte. Das ist natürlich die Vergangenheit von Mohammed. Rot gelesen ist es das göttliche Licht und blau gelesen ist es das Licht deines Intellekts. Es ist Licht und es ist Licht. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt auch nicht den Gedanken an einen Denker, wenn kein Denker da ist. Und es gibt auch keinen Gedanken an einen Geist, den wir uns ausdrücken, wenn kein Geist da ist. Rot gelesen. Was bedeutet das? Und dieses Zoom bekommen jetzt diese Chat, diese Reihen. Das ist das hebräische Wort für Licht. Du musst es reinschreiben. Machen wir das jetzt einmal so. Dann gibt es das auch Licht. Das steckt aber mit drin, wenn du das nur blau liest. Das ist das Licht Gottes, ist das kollektiv Daseinende. Das nenne ich Holofeeling. Das Programm, das Betriebssystem und alle Programme in eins gebracht. Das ist das rote Licht. Und das blaue Licht sind Lichtschatten, die ein Intellekt aus gewissen intellektuellen Kollektionen in Erscheinung wirft. Ganz simpel und einfach. Das ist Grundlagen, muss man sich aneignen. Dass ich immer wieder sage, wenn du lesen und schreiben willst, musst du irgendwann nochmal lesen und schreiben lernen. Und wenn du ein Schöpfergott werden willst, wenn du jetzt meinetwegen ein Programmierer werden willst und du willst dir deine eigene, ich mache mal zwei Stufen, weil du es gerade schon hast. Ich sage, wenn du ein Roman schreiben willst, musst du das mal zumindest in einer Sprache schreiben, lesen und schreiben lernen. Sonst kannst du keinen Roman niederschreiben. Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Wenn du eine hyperrealistische Matrix, eine Welt erschaffen willst, so wie ein Programmierer eine offene Welt erschafft, entweder eine Science-Fiction-Welt oder eine Western-Welt oder was für auch immer für eine Welt, dann muss er programmieren lernen. Und du wirst in einem Videospiel, den Figuren in einem Videospiel niemals beibringen können, wie man programmiert.
Du kannst es nicht einmal den Spieler beibringen, den du dir ausdenkst, weil das ist ja schon wieder eine Figur in deinem wirklichen Videospiel. Das sind ja nur wieder Schichten, wo man reingeht. Du kannst es nur dem beibringen, der sich das ausdenkt. Mhm. Der jetzt was Ausgedachtes ist. Mhm. Du musst dich das so weit erheben, dass du begreifst, ich stehe hierarchisch vor allem, was in der Information auftaucht, weil ohne mich wird es diese Informationen, die ich erlebe, die nur ich alleine erlebe und die kosmisch springen, ohne mich wird es diese Informationen nicht geben. Geist ist eben. Ich kann natürlich auch Geist ist E-Quadrat und das ist der Sohn, wenn ich es rot lese. Das führe ich jetzt zu Radix, zu dem Webstuhl, dem Weberschiffchen. Ja. Da steht der Eber mit drin. Eber ist der Hebräer. Und darum, die große Lehre im Alten Testament ist immer Schem. Das ist der aus dem Jenseits kommende, da kommt das Wort Hebräer, der Eber dann ausgesprochen hier, und Schem, der die Namen, die Worte versteht. Und dieses Weber-Schiff, jetzt haben wir Ski, das geschwenkt von zwei Facetten. Das Chen ist eine Gnade. Chet-En ist die Gnade. Dann haben wir diesen Weg, diesen Doppelgang gestanden aus dem Jenseits kommen, das ist der Punkt, auf dem es springt. Das ist Eber, der aus dem Jenseits kommt. Und dann unsere Ski, unser Geschäft, fast Blauschied, die eine Gnade sind. Es ist eine Gnade, dass ich dich träumen lasse. Willst du lieber ein Geist sein, der nicht träumt? Willst du zu diesen asiatischen Idioten gehören, die meinen, es sei heilig, sich in die Stille zu meditieren? Wenn ich die Stille als den Anfangspunkt, den absoluten Nullpunkt setze, da bist du doch immer. Du bist der absolute Nullpunkt von allem. Das führt uns dann in die Physik zu Kelvin. KL heißt wie Gott. Mit einer Finn, mit einer bistabil erweckten Existenz. Der Kelvin, bei Kelvin haben wir 273,15,2 hochgerechnet, haben wir den absoluten Nullpunkt. Da existiert kein Volumen mehr. Da fällt Gas in einem Punkt zusammen, das sogenannte ideale Gas. Aber das Volumen ist doch das Kreisen. Was nicht existiert, ist der Punkt in der Mitte. Das andere ist ja nur ausgedacht. Ein ausgedachtes Volumen ist hier in diesem Mittelpunkt. Ein ausgedachtes Universum, das in eins gekehrte, ist dieser Punkt, aus dem alles entspringt und alles wieder heimkehrt. Es ist das Schweben, das doppelt aufgespannte ist eben. Da kann ich jetzt lesen Expen oder eben BN im Sein, rot gelesen. Das ist der Sohn, BN rot gelesen, heißt im absoluten Sein. Das Bewusstsein ist nicht existierend. Das Bewusstsein eines träumenden Geistes, er ist das Bewusstsein. Bewusst nicht existieren. Ja. Mit der großen Erkenntnis, dass ich, der das Leben erlebt, als Ding an sich nicht existieren kann. Ich reduziere es, dass ich sage, was denkst du, Geist, bewusst, wenn du nicht selbst bist. In dem Augenblick kommt in irgendeine Information auf. Und die Information, die dann in dir auftaucht, das bist nicht du. Du bist der, der sich das ausdenkt und anschaut. Punkt. Ich wiederhole das immer und immer wieder. Und du wirst jetzt merken, du bist das verstehen. Auch wenn jetzt hier das Ding zu wissen, nicht oder ein Bede, dass die das verstehen können. Du kannst das verstehen. Der ist sich jetzt dieses Gespräch anhört, der versteht es. Niemand sein Gedanke für sich selbst. Jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Ja, gut. Es ist gut. Ja, es ist gut. Ja. Wie oft doch? Ja. Das ist gut. Wie oft sage ich das? 962. Das spiegelt auch die spannende Qualität. Das ist das Gespräch. Das ist die 10. Jetzt kann ich sagen, ja, plus 5, plus 5 ist doch 0. Das ist 1, die 1, die nichts ist. Ja. Und der rote Mensch ist der 1, der 2 nichts ist. Das ist das Unendlichkeitszeichen. Und das Elef ist der 1, der 3 Nichtsen hat, wenn man das jetzt ein Limit gerade macht, nur zwischen den 2 verbunden.
Alles nur eine Frage der Fantasie. Du gehst nicht an der Fähigkeit, du gehst niemals an der Fähigkeit zu sterben zugrunde, sondern an der Unfähigkeit, richtig zu leben. An dem Nicht-Wach-Werden-Wollen. Und das musst du jetzt spiegeln. In dem Augenblick, wo du glaubst, dass du jetzt wach bist, so wie du das definiert hast, schläfst du ganz tief und fest. Und in dem Moment, wo du jetzt hundertprozentig sicher weißt, dass du jetzt träumst, bist du geistig wach. Ja. Mit allem, was dir zugehört, wenn du weißt, dass du jetzt wach bist. Mhm. Und dann hältst du dich aus dem großen Geschehen der Welt heraus, ziehst dich in dein stilles Kämmerchen zurück, deiner eigenen kleinen Traumwelt und schaust dann durch Medien und Bassin in diese große, weite Welt, die sich nur in dir selbst abspielt. Weil du sie dir ausdenkst. Und du mischst dich zuerst einmal nicht ein, weil du weißt, jeder Moment, der in mir aufkommt, ist der beste, den es überhaupt gibt. So ist es. Und das ist nicht diskutierbar. Und alles, was ich gesagt habe, ist hundertprozentig sicher. Selbst ein 13-Jähriger, wenn er die Gedankengänge mitgeht, kann das alles überprüfen. Also die Elementaraussagen, sage ich immer. Den Rest muss man sich halt dann zu eigen machen. Aber kannst du dir was zu eigen machen, was du eh schon immer in dir trägst? Alles, was auftaucht, kann immer nur aus dir kommen, von außen kommt nichts. Jetzt zum Abschluss, halt einfach das erste und das zweite Gebot. Du glaubst, du bist ein Moslem? Betone immer wieder, für Moslems laut Koran sind diese 10 Gebote absolut geltendes göttliches Recht. Du brichst das erste und das zweite Gebot. Du brichst das erste Gebot, weil du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Du bist ein Gotteskind, ein Adam und kein Enosch. Du bist kein Affe, kein sterbliches Säugetier, sondern ein Gotteskind, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Also mach dir selbst das bist du nicht. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder auf der Erde. Du darfst dir was ausdenken. Aber es ist nicht das, wo du dir es hier hindenkst, sondern es ist hier und jetzt in dir. Es ist dein eigener Körper, egal was du denkst. Das ganze Universum ist dein Körper. Existieren, das ist immer nur ein Moment. Ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Ein ewiges Hier und Jetzt. Und die Esoterik werde ich auch so breit sprechen, dass alles erzählt, aber die das nicht verstanden haben, sonst würden sie anders damit umgehen. Und dann werde ich auch wascht, ob du vegan bist oder nicht vegan bist. Wir hatten das Thema mit, du sollst nicht töten, da steht eigentlich Morden. Da können wir tiefer reingehen. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Töten, zwischen Totalmachen und zwischen Ermorden. Das eine ist ein, wieso tötet ein Tier ein anderes Tier? In der Regel immer, indem es das andere Tier auffrisst. Es ist ein Einteilungsprozess. Ein Fressen zu fressen, genau, habe ich es oft gesagt. Ein Vereinigen. Aus zwei Fleisch wird ein Fleisch. Ermorden ist gerade das Gegenteil. Also du sollst nicht töten, steht und nicht da steht, du sollst nicht morden. Das heißt, ich will was vernichten und los haben, ich will es nicht haben und damit reiße ich mich selber in Stücke. Hass, dann die allen guten Menschen. Es muss doch Gerechtigkeit übergetan werden. Vendetta. Wo ist deine Feindlichkeit? Wo ist das Verzeihen? Wo ist die Erkenntnis, dass du dir jetzt irgendeinen ganz bösen, schlimmen Menschen ausdenkst und du nimmst die Schuld auf dich? Damit gibst du dir zwangsläufig die Macht. Wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Ja, ich kann mir doch einen bösen Menschen ausdenken, der nur deshalb ist, weil ich ihn denke. Der ist nur böse, weil ich ihn böse denke. Und den Vorwurf, dass er so ist, wie ich ihn erschaffen habe, meinst du das denn? Autor eines Romans, einer Figur, einem Antagonisten in seinen Roman vorwirft, dass er so ist, wie er ihn selbst entworfen hat? Du bist der Autor für deine ganze Welt, die du dir ausdenkst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Du kannst selbst als 13-Jährige, die das hier und jetzt sofort bewusst machen, nimm einfach eine Zeitung in die Hand und lese irgendwas. Geh ins Internet und lies irgendwas über Geschichte, was er jetzt mit dem Huhn sagt, oder über Einstein, egal was du liest, wo kommen diese Figuren her? Aus der Schrift, aus der Vergangenheit, aus dir selber. Im Anfang war das Wort, du erschaffst aus Worten, erschaffst du Vorstellungen in Maßsetzung deines Interpretationsprogramms von Worten. Und Holofeeling ist halt ein allumfassendes, sehr komplexes Interpretationsprogramm von Worten.
wo es zwar unendlich viele verschiedene Auslegungsmöglichkeiten gibt, die sich aber in keinster Weise, ich muss anders ausdrücken, die sich durchaus widersprechen, aber trotzdem unter dem Wort zusammengehören. Das ist, wenn ich sage, ein Kabelstecker ist was anderes wie ein Stück Schlauch oder eine Schraube oder ein kleiner Spiegel. Das sind aber alles Einzelteile von einem Auto. Und die gehören untrennbar zusammen, wenn ich die größere Kollektion kenne. Und so gehören auch alle Ionen zusammen und in der Wissenschaft, wenn ich die größere Kollektion kenne. Und dann hast du mit Entsetzen, mit Staunen feststellen, die größere Kollektion bin ich. Es ist ein Bau-Ich. Weil all diese verschiedenen, sich widersprechenden und streitenden Dinge entspringen alle aus meinem blauen Ich, aus mir Mensch, aus diesem Menschenprogramm, das ich zurzeit durchlebe. Wie ein Videospiel. Ja. Das ist der Quantensprung in ein vollkommen neues Wissen. Das ist von mir und dich. Aber ich denke nicht, dass du es auch nimmst. Also sorge dich nicht um morgen, sorge dich nicht um die Menschen, die du jetzt denkst, wo du die ganze Zeit. Wobei jetzt über langen Strecken, wenn du aufmerksam zugehört hast, dein Körper, an den du jetzt denkst, hat alles nicht existiert. Stimmt oder stimmt? Punkt. Jetzt lassen wir es gut sein. Also stimmen wir noch um die Liebe, solange bis wir es verstehen. Ich weiß nicht, wie du dir das jetzt aussiehst. Bei mir war die Wiedergabe perfekt. Inwieweit es durchgedrungen ist zu dir oder wie weit du deine Konzentration, dass du es verstehst. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wenn jetzt das Video läuft. Ja. Wenn es von dir angeschaut wird. Alles klar. Und tschüss. Danke.